Guten Morgen miteinander. Ich weiß gar nicht, ist gut jetzt das Mikro? Ja. Der Livestream ging noch nicht, aber von der Zeit her, wir fangen an. Wir haben ja eine sehr beladene Sitzung heute, einen intensiven Tag für uns. Ich freue mich sehr und eröffne darum die 15. Sitzung vom Grossen Stadtrat von der Stadt Luzern hier im Kantonsratssaal. Das Schutzkonzept haben wir alle bekommen. Die Maskenpflicht ist, wie gesagt, im ganzen Gebäude. Und wer beim Eintritt das Covid-Zertifikat konnte vorweisen, kann die Maske ablegen, wenn er möchte. Wegen der Live-Übertragung, dass das gut klappt, wenn sie dann klappt, bitte ich euch beim Reden aufzustehen. Und wenn ihr fertig geredet habt, das Mikrofon wieder abzustellen. Dann bei dem Mikrofon nicht umspielen, nicht, dass wir das Problem hatten oder wieder das Problem haben von letztem Mal, wo ja die Anlage sich aufgehängt hat, wir alle ein bisschen umgeknöpfelt haben. Folgende Entschuldigungen. Der Roger Sonderegger kommt auf die 11, ist beruflich noch unterwegs. Lisa Zonolla verlässt uns 16.45 wegen einer anderen Sitzung. Heidi Rast verlässt uns am 17.30 und Adrian Albisser ebenfalls 17.30. Informationen. Die Interpellation 111 von Silvio Bonzoniga vom 1. Juni 2021. Erweiterung Kehrstrasse, Knotenbahn, Budenhof hat die Stadt Luzern den Kontakt mit dem Kanton rechtzeitig gewahrt, ist am 6. September 2021 zurückgezogen worden. Noch Informationen zu der Traktandenliste. Wir werden die Traktanden 19 und 20 zusammen behandeln, analog auch das 3 und 4 nehmen zusammen. Früher konnte man ja bei der Traktandenliste so Unterpunktierungen machen. Das geht jetzt leider wegen dem neuen Software-System von der Stadt nicht mehr. Brigitte ist aber am Ausarbeiten, dass wir irgendeine Kennzeichnung haben können, dass wir dann wissen, was in Zukunft zusammenkommt und was nicht. Dann noch nach der Mittagspause, im Fall, wenn der dringliche Vorstoss von der Mäss dringlich wäre, kommt das Tele 1 für Fernsehaufnahmen vorbei. Dann gehen wir gerade zu diesen dringlichen Vorstössen und fangen an mit dem dringlichen Postulat 122. Irina Studhalter namens der Grünen-Junggrün-Fraktion vom 17. August 2021. Humanitäre Krise in Afghanistan, Schutz für vulnerable Personen. Der Stadtrat opponiert die Dringlichkeit nicht. Opponiert jemand aus dem Saal die Dringlichkeit? Sie haben keine Regungen, dann ist hier die Dringlichkeit gegeben. Wir werden die nach dem Mittag behandeln. Oh, sorry, ich bin schnell gewesen. Thomas Gfell, SP. Ja, geschätzte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Stadler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe akustisch ein kleines Problem. Ich höre dich nicht so wahnsinnig gut. Ist es möglich, dass du ein bisschen näher an das Ding hin kannst? Oder? Ist alles gut, okay. Ich habe darum vorher verstanden, dass die Dringlichkeit nicht gegeben ist. Darum habe ich da nicht aufgestanden. Also, wir sehen das nicht, dass die Dringlichkeit gegeben ist, denn wir lehnen das Postulat inhaltlich ja, Dringlichkeit ab. Flüchtlingspolitik fällt im Kompetenzbereich vom Bund und gehört nicht da rein. Gibt es noch andere Worte? Sonst stimmen wir über Dringlichkeit ab. Wer ist für die Dringlichkeit? Bitte das mit der Hand erheben zu zeigen. Die Dringlichkeit ist gegeben, wir werden es nach dem Mittag behandeln. Dann das dringliche Postulat 123, Silvio Bonzoniga vom 1. September 2021. Öffentliche Auflagen und Einsprachemöglichkeiten dürfen keine Farce sein. Da opponiert der Stadtrat der Dringlichkeit. Silvio Bonzoniga, haltest du an der Dringlichkeit fest? Geschätzte neu gewählte Ratspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte, die auf dem Livestream noch wartet, ich halte an der Dringlichkeit fest. Gibt es anderslautende Worte? Ich sehe niemanden, dann stimmen wir ab. Wer ist für die Dringlichkeit? Bitte das mit der Hand erheben zu zeigen. Wer ist gegen Dringlichkeit?
Dringlichkeit ist abgelehnt. Danke. Dann dringliche Interpellation 127, Thomas Gfeller namens SVP-Fraktion, Silvio Bonzanigo sowie Michael Zeyer-Rast namens der CVP-Fraktion vom 13. September 2021 nach Absage der MES 2021. Da opponiert der Stadtrat der Dringlichkeit nicht. Sind anderslautende Wünsche im Raum? Dann stimmen wir über die Dringlichkeit ab. Wer ist für die Dringlichkeit? Bitte das mit Handen haben zu zeigen. Das ist Dringlichkeit gegeben. Danke. Das dringliche Postulat 128 Christa Wenger, Christian Hochstrasser, Barbara Irniger, Christoph Rolla vom 13. September 2021. Das Grundstück Bubenmatt in den Planungsperimeter für das neue Theater einbeziehen. Da opponiert der Stadtrat der Dringlichkeit. Erst Unterzeichner Christa Wenger, du hast das Wort. Grüezi Präsidentin, Kollegen und Kolleginnen, wir halten nicht an Dringlichkeit fest und stellen stattdessen eine Protokollbemerkung. Also Protokollbemerkung dann beim Theater. Gut, okay, danke. Dann haben wir das schon gelöst. Top. Kommen wir zum Traktandum 2. Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission vom 26. August 2021, Ombudsstelle der Stadt Luzern. Der Bericht und Antrag ist ja einer von der Geschäftsprüfungskommission und darum redet auch dazu der Präsident Gianluca Bardini, bitte. Hört man mich so hoffentlich? Gut. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Stadtrat hat an der Sitzung vom 26. August den Bericht und Antrag Ombudsstelle von der Stadt Luzern beraten und einstimmig seitens der GPK verabschiedet. Die Ombudsstelle steht der Bevölkerung von der Stadt Luzern seit 2014 als wichtige Dienstleistung und Anlaufstelle zur Verfügung. Denn die Ombudsstelle vermittelt bei Konflikten zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung. Sie prüft auch, ob die Ratsuchenden von der Verwaltung richtig, das heisst rechtmässig und verhältnismässig behandelt worden sind. Und auf der anderen Seite schützt die Ombudsstelle aber auch die Verwaltung vor unrechtmässigen Vorwürfen. Und das ist aus heutiger Sicht eine Dienstleistung, die nicht mehr wegzudenken ist. Gerade wegen dem will die Ombudsstelle neutral und unabhängig in der Öffentlichkeit steht. Die Fakten sprechen für sich. Seit längerer Zeit sieht sich die Ombudsstelle mit steigenden Fallzahlen konfrontiert. Und nach fundierten Überlegungen beantragt die GPK deshalb im Parlament die Erhöhung des Stellenpensums bei der Ombudsstelle. Wir sind der Ansicht, dass aufgrund der Fallzahlentwicklung und der steigenden Komplexität der Fälle bei der Ombudsstelle eine Stellenerhöhung nötig ist, insbesondere um die hohe Qualität der Fallbearbeitung aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sieht sich die GPK heute veranlasst, das Reglement über die Ombudsstelle der Stadt Luzern vom 31. Januar 2013 leicht zu revidieren. Dabei handelt es sich vorwiegend über sprachliche Änderungen, um nötige Anpassungen an teils neue rechtliche Grundlagen und um die Regelung betreffend der Anstellungsbedingungen der stellvertretenden Ombudsperson. Danke, ich habe gesehen, Daniel Lüthoff von der... Ich bin noch nicht fertig, sorry. Ich bin schon nicht fertig, sorry. So, und jetzt noch zum wichtigen Teil zu den Wahlen von der Ombudsperson für die Legislatur 2022 bis 2025. Vorweg zu nehmen, ich bin sehr erfreut, dass die zur Wahl stehende Ombudsperson und die stellvertretende Ombudsperson heute in der Zuschauertribüne an der Ratssitzung anwesend sind. Guten Morgen. Die GPK beantragt im Grossen Stadtrat die Wiederwahl von der Frau Lucia Schneider-Stulz als Ombudsperson. Mit der Frau Schneider als Ombudsperson hat die Stadt Luzern bis dahin eine äußerst pflichtbewusste und kompetente Ombudsperson gehabt, die sich voll und ganz den Interessen der breiten Öffentlichkeit gewidmet hat. Und wir sind überzeugt, dass Frau Schneider-Stulz das mit einem unterdessen grossen Erfahrungsschatz und mit grossem Engagement für die Bevölkerung und Behörden erfolgreich wird weitermachen. Auch verdanken wir der Frau Schneider die hohe Reputation der heutigen Ombudsstelle der Stadt Luzern.
Für Ihre bisher geleistete Arbeit für die Bevölkerung der Stadt ist ihr an dieser Stelle herzlich gedankt. Wir hoffen, dass der grosse Stadtrat mit der Wahl von der Frau Schneider als Ombudsperson weiterhin das nötige Vertrauen ausspricht. Gleichzeitig wird die Ombudsstelle für die anstehende Legislatur mit einer ständigen Stellvertretung ergänzt. Die GPK ist sehr erfreut, dass wir im Parlament die Neuwahl von Markus Wanza als stellvertretende Ombudsperson von der Stadt Luzern zur Wahl vorschlagen. Der Herr Wanza verfügt über eine langjährige Verwaltungserfahrung im kantonalen, städtischen sowie kommunalen Umfeld. Bis Ende Juli 2021 war er Gemeindeschreiber von der Seetaler Gemeinde Huri. Ende Juni 2018 wird der zertifizierte Mediator und Supervisor vom Kantonsrat vom Kanton Zug als Stellvertreter der Ombudsperson für Amtsdauer 2019 bis 2022 gewählt. Wir sind überzeugt, dass die stellvertretende Ombudsperson zusammen wichtige Erfahrungen und das nötige Know-how mitbringt und zusammen mit der Frau Schneider-Stulz als Ombudsfrau die Ombudsstelle erfolgreich weiterzuentwickeln. Mit der Neuwahl der Ombudsstelle geht gleichzeitig die Amtszeit von Herrn Ottmar Kreiliger als stellvertretende Ombudsperson zu Ende. Der Herr Kreiliger hat sich für eine weitere Amtsperson nicht zur Verfügung gestellt. Die GPK dankt aber an dieser Stelle für sein Engagement, für seine Verpflichtung und seinen Einsatz im Dienst der Bevölkerung und der GPK vom Grossen Stadtrat. Und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Besten Dank. Die GPK beantragt dem Parlament somit die Änderung des Reglements über die Ombudsstelle der Stadt Luzern und deren zuzustimmen, wie auch Lucia Schneider-Stulz als Ombudsperson und Herr Markus Wanza als stellvertretende Ombudsperson für die Amtsdauer vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 zu wählen und von der Erhöhung des Pensums der Ombudsperson ab Januar 2022 auf 70% sowie die Festlegung des Pensums der Stellvertretung auf 20% zustimmend Kenntnis zu haben. Besten Dank. Danke, Gianluca. Sorry. da war nichts. Gut, da war das falsches Zeichen. Dann hat sonst irgendjemand noch ein Votum zum Inhalt. Also wir sind jetzt eingetreten zum Detail. Wenn nicht, dann gehen wir gerade zur Abstimmung über. Ziffer 1 muss ausgezählt werden. Da braucht Dani Lütolf und Adrian Albisser als Stimmenzähler. Können wir die führen, dann könnt ihr auszählen. Es geht, Ziffer 1, also Römisch 1, geht um die Reglementsänderung über die Ombudsstelle der Stadt Luzern. Artikel 13, 14, 15, 16, 17. Ja, genau. Wer für die Reglementsänderung ist, bitte das mit Hand erheben zu zeigen. Dann haben wir es gerade das Quorum ausgezählt, tipptopp zu 0 zu 0. Also, oder, gibt keine Gegenstimmen von dem her, wir sind ja alle in dem Fall da. Tipptopp, wir können wieder an Platz gehen, dann können wir auf Römisch 2 weiter. Für die Amtsdauer vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 wird Lucia Schneider-Stulz als Ombudsfrau gewählt. Dann möchte ich zustimmen, bitte mit Hand erheben. Das will man nicht mehr auszählen. Das ist eindeutig. Gratulieren und weiterhin alles Gute. Der Römisch 3 für die Amtsdauer identisch. 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 wird der Markus Wanza als stellvertretende Ombudsperson gewählt. Wer hier einverstanden ist, bitte das auch mit Hand erheben zu zeigen. Das ist auch eine glanzvolle Wahl. Herzliche Gratulation. Applaus.
Dann kommen wir zu Römisch 4 für die Erhöhung des Pensums von der Ombudsperson auf 70%, also um 20% mehr. Wer hier dabei einverstanden ist, bitte das mit Hand erheben zu zeigen. Es ist auch eindeutig, merci vielmals, zugestimmt. Und ja, da sind wir durch. 5 ist fakultatives Referendum, Ziffer 1. Tipptopp, dann ist das Traktandum 2 geschlossen. Gehen wir zum Traktandum 3, der Bericht und Antrag 2021 am 9. Juni, Stadtklima-Initiative. Der B und A, wie gesagt, das Traktandum 3 und 4 wird zusammen behandelt, zusammen mit der Stellungnahme vom Postulat 63, wo ja Bestandteil ist vom B und A. Wir werden eintreten und Detail Trend machen. Das ist in der Baukommission besprochen worden und der Kommissionspräsident Rieska Domann hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Baukommission des Grossen Stadtrates hat an ihrer Sitzung vom 26. August 2021 den Bericht und Antrag 2021 Stadtklima-Initiative behandelt und vorgängig eine Delegation des Initiativkomitees angehört. Die Initiative ist aus Sicht der Baukommission gültig. Die Kommission lehnt die Initiative ab und unterstützt den Gegenvorschlag des Stadtrates, wobei der Sonderkredit gegenüber dem Antrag des Stadtrates um 1,0 auf 4,7 Millionen Franken erhöht wurde. Die Baukommission anerkennt, dass die Bekämpfung der zunehmenden Versiegelung und die Erhaltung von Freiräumen und der Biodiversität wichtige Anliegen sind. Aus Sicht der Baukommission unternimmt die Stadt in diesem Bereich jedoch bereits sehr viel. Der von den Initianten verlangte Versiegelungsstopp geht deshalb einer Mehrheit der Baukommission zu weit, da sich daraus zahlreiche Zielkonflikte, unter anderem mit der angestrebten Verdichtung nach innen oder der vielfältigen Nutzung von Dachflächen ergeben. Zudem erachtet die Mehrheit der Kommission das von den Initianten vorgeschlagene Modell mit anteilsgleichen Kompensationen als zu aufwendig und kompliziert. Für die Minderheit der Kommission stellt dagegen der Versiegelungsstopp das Kernanliegen der Initiative dar, das aus ihrer Sicht auch mit verhältnismäßigen Maßnahmen umgesetzt werden könnte. Sie kritisieren die aus ihrer Sicht defensive Haltung des Stadtrates in dieser Frage. Einigkeit herrscht in der Baukommission, dass das Potenzial für Entsiegelungen in der Stadt Luzern sehr groß ist. Eine Mehrheit unterstützt deshalb einen Antrag, den Sonderkredit um eine auf 4,7 Millionen Franken zu erhöhen. Dabei ist für die Kommission besonders wichtig, dass möglichst viele Gelder in konkrete Entsiegelungsprojekte fließen. Der Ausbau von 80 Stellenprozenten wurde dagegen von mehreren Fraktionen kritisch bis ablehnend beurteilt. Die Baukommission hat einstimmig beschlossen, dass die Initiative gültig ist. Eine knappe Mehrheit der Kommission lehnt die Initiative ab. Der Gegenvorschlag des Stadtrates mit dem um 1,0 Millionen Franken erhöhten Sonderkredit wird von einer Mehrheit angenommen. Das Postulat 63 wird einstimmig überwiesen. Danke, Rieska. Wir kommen zu Fraktionssprecherinnen und Sprecher, der Andreas Moser, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Einleitend hält die FDP zuerst mal fest, dass viele Grundanliegen der Initianten bereits erfüllt sind. Wir halten ebenfalls fest, dass die FDP beispielsweise bei der B&A Klimaanpassungsstrategie die vorgeschlagenen Massnahmen unterstützt hat. Weniger Versiegelung, Förderung von urbanen Freiräumen und Biodiversität sind wichtige und berechtigte Anliegen. Genau wie der Stadtrat geht der FDP die Liberalen der Stadtklimainitiative geforderte Versiegelungsstopp in der formulierten Absolutheit zu weit. Darum lehnen wir die Stadtklimainitiative ab. Der Stadtrat hat einen guten Gegenvorschlag ausgeschafft.
Er schlägt liberale Ansätze wie Anreize schaffen oder Verursacherprinzip anwenden vor. Mit seinem Gegenvorschlag ergänzt er die bereits erfolgten Beschlüsse in der Klimaadaption und setzt auf neue, zusätzliche Massnahmen, die das Hauptanliegen der Initianten noch stärker unterstützen. Dafür hat der Stadtrat einen Gesamtbeitrag von 3,7 Millionen eingestellt. 2,5 Millionen für Sachmittel, 1,2 Millionen für Personalkosten, um die Massnahmen umzusetzen. Die FDP hat schon in der Kommission die zusätzlich geforderten Personalressourcen kritisiert, speziell das Missverhältnis zum Sachaufwand. Rund ein Drittel der Gesamtsumme werden durch Personalkosten konsumiert. Das ist aus unserer Beurteilung zu viel. Natürlich braucht es Ressourcen, um die Massnahmen umzusetzen. Aber unsere Grundhaltung ist es einfach, dass möglichst viel von diesen 3,7 Millionen für effektive Massnahmen eingesetzt werden. Darum halten wir an unserer Protokollbemerkung fest. Der Stadtrat argumentiert, die Aufstockung von 80% sei zwingend nötig. Wir haben bewusst keine absolute Zahl genannt, aber in jeder Unternehmung ist es möglich, mit einer geschickten Priorisierung und Staffelung mit den vorhandenen Ressourcen zu optimieren. Dann braucht es dann vielleicht nicht 80, sondern vielleicht nur 40 Stellenprozent. Das wichtigste Ziel muss doch sein, möglichst viel Geld für Sachmassnahmen zur Verfügung zu stellen. Andere Parteien haben das Missverhältnis zwischen Sachmittel und Personalaufwand auch kritisiert. Sie haben es sich aber einfach gemacht und Kreditmittel einfach um eine satte Million erhöht. Die FDP unterstützt hier den Stadtrat voll und ganz. Angesichts der Aufgaben, die noch auf uns zukommen, ist es einfach unverantwortlich, so locker vom Hocker eine Million zusätzlich zu sprechen. Wenn Sie sich das dicke Buch zum Klima- und Energiebericht vor Augen halten, wissen Sie, was ich meine. Die FDP, die Liberalen, können mit einem Gegenvorschlag, mit einem erhöhten Gesamtbetrag von 4,7 Millionen nicht zustimmen. Das heisst dann Nein zur Stadtklimainitiative und Nein zum Gegenvorschlag. Also ein doppeltes Nein, konsequenterweise. Ausser, geschätzte Kolleginnen und Kollegen auf der linken Rotseite, sie überraschen mich positiv und verzichten auf eine Erhöhung. Und wir können über den Gegenvorschlag abstimmen, so wie ihn der Stadtrat in seinem B&A ursprünglich vorgelegt hat. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass eine Mehrheit der FDP-Fraktion trotz Kritik an den eingestellten Ressourcen zustimmen wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Zu den Anträgen, den eigenen und den anderen, werde ich mich in der Detailberatung äußern. Die FDP, die Liberalen, treten auf ein B&A ein und entscheiden je nach Verlauf der Diskussion. Als nächstes hat sich der Martin Abele von den Grünen gemeldet. Geschätzte Ratspräsidentin, geschätzte Anwesende, der Klimawandel ist global spür- und nachweisbar. Seit der vorindustriellen Zeit ist die durchschnittliche Lufttemperatur in der Schweiz um etwa 2 Grad Celsius angestiegen. Das ist etwa doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Der stärkste Anstieg ist in den letzten Jahrzehnten zu beobachten gewesen. Als Folge der Erwärmung werden in der Schweiz etwa vermehrt Hitzewellen und Trockenperioden, aber auch intensivere und häufigere Niederschläge, sogenannte Starkniederschläge, beobachtet. In Städten und Agglomerationen ist die Hitzebelastung besonders gross, weil dichte Bebauung, versiegelte Flächen, schlechte Durchlüftung sowie Abwärme von Gewerbe, Verkehr und weiteren Anlagen die Umgebung zusätzlich aufheizen. Diese Sätze habe ich nicht selber formuliert. Sie stammen aus dem B&A 2020 Klimaanpassungsstrategie Stadt Luzern, wo der Stadtrat in Erfüllung von der überwiesenen Motion von der Corinna Bertsch erarbeitet hat.
Der grosse Stadtrat hat im Zusammenhang mit dem B&A eine Reihe von Massnahmen beschlossen, für die grossen klimatischen Bedrohungen Hitze, Trockenheit, Niederschlagszunahme und Veränderung der Lebensräume zu begegnen. Dabei kommt dem Stichwort Versiegelung eine grosse Bedeutung zu. Weil das Ausmaß an versiegelten Flächen hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob wir die Erhitzung der Städte stoppen können. Unversiegelte Flächen sind so von grosser Bedeutung zur Förderung eines gesunden Mikroklimas, weil sie zur Kühlung der Luft beitragen. Genau das will die Stadtklimainitiative der Grünen und Jungen Grünen. Bildlich gesprochen fordern sie weniger Beton und Asphalt und mehr natürliche Flächen in Luzern. Konkret fordern die Initiative den Schutz von unversiegeltem Land, die Sicherung vom Grünraum und von der Biodiversität sowie die Verhinderung von einer weiteren Zunahme von der versiegelten Fläche in der Stadt. Die Forderungen von der Initiative sind also top aktuell und ihre Umsetzung ist dringend nötig. Wir freuen uns, dass der Stadtrat mit der Stossrichtung der Initiative einverstanden ist und er auch der Meinung ist, dass, ich zitiere, die Bekämpfung der zunehmenden Versiegelung, Unterhaltung und Förderung von urbanen Freiräumen und der Biodiversität wichtige und berechtigte Forderungen sind. Wir anerkennen auch, dass die Stadt Luzern schon einige Massnahmen ergriffen hat, für einen Klimawandel entgegenzuwirken. Zusätzlich möchte der Stadtrat mit dem vorliegenden Gegenvorschlag weitere Massnahmen in den Weg leiten, für eine Versiegelung entgegenzuwirken. Auch das begrüßen wir. Leider aber versagt der Stadtrat mit seinem Gegenvorschlag an Kernforderung der Initiative seine Zustimmung. Das erklärte Ziel der Initiative ist nämlich, dass die versiegelte Fläche auf dem Gebiet der Stadt Luzern nicht weiter zunehmen darf. Das ist absolut entscheidend, für tatsächliche Chancen zu haben, die Risiken und Bedrohungen durch den Klimawandel effektiv zu minimieren. Solange die versiegelte Fläche in der Stadt weiter zunimmt, werden auch die eingangs beschriebenen Auswirkungen vom Klimawandel zunehmen. Mit verheerenden Folgen für Natur und Mensch. Darum können wir auf diese Forderung nicht verzichten. Die Initiantinnen und Initianten anerkennen, dass der Stadtrat mit dem Gegenvorschlag eine sehr brauchbare Alternative entgegengestellt hat. Was ihm fehlt, ist die messbare Zielgrösse. Diesen Mangel werden wir versuchen, mit einem zusätzlichen Auftrag auszuräumen. Unser Auftrag schreibt das Ziel, als die Versiegelung nicht weiter zunehmen darf, wieder fest, gibt dem Stadtrat aber mehr Spielraum zur Zielerreichung. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass das Initiativkomitee beschlossen hat, die Initiative zum Gegenvorschlag zurückzuziehen, falls unser Auftrag eine Mehrheit findet und falls der Sonderkredit für einen Gegenvorschlag angenommen wird in diesem Rat. Die Fraktion der Grünen, Jungen Grünen tritt auf B&A ein, ist für die Gültigerklärung der Initiative, ist selbstverständlich für die Stadtklimainitiative und wird dem Sonderkredit für die Umsetzung der Massnahmen vom Gegenvorschlag zustimmen. Für die SP-Fraktion redet Nico van der Heijden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, namens der SP-Fraktion darf ich als erstes mich bei den Grünen bedanken für die wichtige Initiative. Die zunehmende Versiegelung ist tatsächlich ein Problem, nicht nur in der Stadt Luzern, sondern in der gesamten Schweiz und wahrscheinlich weltweit. Und dass man das Ziel hat, keine Flächen mehr zu versiegeln, das scheint uns absolut richtig. Und in der Vergangenheit haben wir, und das ist ganz bewusst jetzt kein Vorwurf an den Stadtrat, sondern wir auch als Parlament, zu wenig darauf geachtet, sei das eben zum Beispiel Löwen, Graben, Grendel oder Vorderalmend, um jetzt einfach mal zwei Beispiele zu nennen. Leider ist dann aber die Formulierung der Initiative schon sehr rigid und würde in der praktischen Umsetzung tatsächlich viel Probleme mit sich bringen. Aus Sicht der SP muss man zum Beispiel den Zielkonflikt mit dem gemeinnützigen Wohnungsbau genau anschauen. Es kann nicht sein aus unserer Sicht, dass ein absoluter Versiegelungsstopp und die Erstellung von preisgünstigem und hoffentlich gleichzeitig ökologisch hochwertigem Wohnraum verhindert. Und die Gefahr besteht aber leider.
Und darum danke ich als Zweites dem Stadtrat, der den Ball von der Initiative mit ihrem sehr berechtigten Anliegen aufgenommen hat und einen sehr, aus unserer Sicht, fundierten und überzeugenden Gegenvorschlag präsentiert. Mit relativ wenig Bürokratie und Geld kann viel erreicht werden, sowohl mit Anreiz bei Privaten zur Entsiegelung, wie auch bei städtischen Grundstücken selber. Und leider ist der Stadtrat beim Geld aber doch ein bisschen zu stark auf die Bremse gestanden. Und wenn man das abrechnet, muss man ehrlicherweise sagen, dass mit dem vom Stadtrat vorgelegten Kredit relativ wenig kann erreicht werden. Und wir sind darum froh, dass die Baukommission den Kredit um 1 Million erhöht hat. So kann tatsächlich ein Ruck an Begrünung durch die Stadt Luzern gehen in den nächsten Jahren. Und die Aufstockung um 1 Million, die ist auch nicht, wie es der FDP-Sprecher erwähnt hat, locker vom Hocker erfolgt, sondern sehr wohl überlegt. Ich habe einfach die Fläche aufgerechnet, die man mit dem Kredit kann entsiegeln kann und gleichzeitig die geplanten zusätzlichen Versiegelungen in der Stadt Luzern, die da sehr zahlreich sind, gegenübergestellt und festgestellt, mit dem Kredit würde die Versiegelung massiv zunehmen, weiter in den nächsten Jahren. Summa summarum folgen wir aber darum bedingungslos den Anträgen aus der Kommission. Wir treten auf eine B&A ein, erklären die Initiative für gültig, würden uns bei der Initiative, sollte das noch notwendig sein, grossmehrheitlich enthalten, stimmen dem Kredit über 4,7 Millionen Franken zu und sind auch mit der Überweisung vom Postulat 63 einverstanden. Der Stefan Segesser von der Grünen Liberalen Partei. Geschätzte Präsidentin, ebenso geschätzte Kolleginnen und Kollegen und ebenso geschätzte Initiantinnen und Initianten von dieser Stadtklima-Initiative. Die Fraktion dankt dahingegen breit gefächert für all denen, die sich eingesetzt haben. Und da dazu gehört ja auch, nebst den Initiantinnen und Initianten, das Parlament. Die Thematik Versiegelung, Klimaadaption, die ist angekommen. Und zwar ist sie bei uns angekommen, wie so vieles, wie auch beim Stadtrat. Und das gilt zu verdanken. Der Bericht und Antrag Klimaadaption vom letzten Jahr, wie auch der Klimabericht, zeigt, wo wir Massnahmen ergreifen sollten und wo allenfalls Güterabwägungen zum Zug kommen. Das Thema Güterabwägung ist sowieso ein generelles Thema, das wir diskutieren müssen. Darum ist das Votum von meinem Vorredner Nico van der Heijden in dem Sinn, würde mir stützen, weil es geht genau um das, nämlich die Aufgaben und Funktionen der Stadt. Dazu möchte ich aber als alter weißer Mann eine kurze Exkursion machen. Man hat die Natur im 19. Jahrhundert als romantisierendes Element zurück in die Stadt geholt. Es ist nicht so, dass wir die Stadt immer grün war, sondern die Stadt war befestigt und jeder Platz war quasi befestigt. Es hat ab und zu eine Linde gegeben wegen dem Gericht, aber sonst hat es eigentlich nichts an Grüns drin gehabt. Mit der Romantisierung von unseren Alpen, die übrigens ja Engländer gebracht haben und wir selber gar nicht gemerkt haben, aber das ist ein anderes Thema, haben wir ja in Luzern auch den Gletscherkater runtergeholt, nämlich für die Alpenflora der städtischen Bevölkerung wieder näher zu bringen und zu zeigen. Aus dem romantisierenden Bedürfnis, Grün zurück in die Stadt zu holen, hat sich heute ein wesentliches Bedürfnis entwickelt, nämlich für, wenn ich es jetzt dramatisch würde sagen, was ich nie sage, aber dann für das Überleben von uns als Menschen. In dem Sinn ist es so, dass die Menschen in dieser Stadt mitgenommen werden. Und das heisst, wir unterstützen den zusätzlichen Beitrag für die Projektmittel. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir mit Bericht und Antrag top-down unsere Bevölkerung mit ans Board bringen, für die Klimadiskussion wirklich anzupacken. Wir müssen die Projektmittel als Anreiz bringen, damit wir unsere Bevölkerung mitnehmen können. Die Diskussion um das CO2-Gesetz hat gezeigt, dass wenn man zu fest darüber hinwegfräst und zu wenig Diskussionen führt und die Leute nicht mitnimmt, verliert das. Das kann uns nicht nochmal passieren. Und gerade wir als städtisches Parlament müssen dazu schauen, dass wir unsere Leute mitnehmen können. Uns ist das ein zentrales Anliegen. Wir finden Diskussionen um Geld nicht immer erbaulich, muss man sagen. Und es stehen einige Diskussionen bei uns an, was können wir uns noch leisten in Zukunft, was nicht. Aber es ist ganz klar, dass der Fokus im Bereich Klima für uns alle zentral ist. Wir haben mit dem B&A Klimaadaption ja die ersten Schritte dazu geleitet. Wir haben den Klimabericht vor uns als Diskussion. Das gibt entscheidende quasi Weichenstellungen für die Zukunft und zwar für uns
wie für unsere Umgebung. Bei unserer Umgebung meine ich, das ist der zweite Punkt, wo wir uns als Aufgabe mitnehmen müssen, und zwar wir alle, dass wir unsere Umgebung, sprich unsere Nachbargemeinden, mit auf den Weg nehmen. Das dünkt mich im Moment auch vom Stadtrat gut aufgeleistet, so dass man zum Beispiel Diskussionen von den Entwicklungsplänen Süd oder Nord dementsprechend führt und sagt, gemeinsam zu entwickelnden Gebieten brauchen Freiraum, und zwar für die Bevölkerung wie für die Natur. Und dementsprechend auch Diskussionen über die versiegelten Flächen muss man über die Stadtgrenzen hinaus können denken. Insofern sehen wir den Gegenvorschlag als ein sehr guter Vorschlag. Wir unterstützen den vollumfänglich. Natürlich erklären wir die Initiative für gültig, erklären, wie auch die Projektmittel erhöhen wollen, und stimmen der Überweisung und Postulat zu. Besten Dank. Für die CVP-Fraktion der Peter Gmür. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Die Stossrichtung der Initiative mit der Entsiegelung ist grundsätzlich natürlich richtig. Gegen diese Stossrichtung ist wahrscheinlich sowieso niemand. Auch die CVP unterstützt das, siehe Postulat 63. Nur der Weg dorthin ist gar ein bisschen zu stur. Er ist leider nicht durchführbar. Es ist vorhin gesagt worden, so rigid, dass man eigentlich in dieser Stadt Luzern gar nicht mehr bauen kann. Das wäre für alle wirklich sehr schade. Und aus diesem Grund lehnt die CVP die Initiativen ab. Und ist für den Gegenvorschlag. Die Stadt hat heute schon die Möglichkeit, Entsiegelungen vorzunehmen. Nur leider, meiner Auffassung, nimmt sie die Verantwortung nicht so wahr. Was leider sehr bedauerlich ist. Ich sehe auch nicht ganz ein, warum dass man jetzt wieder unbedingt mehr Personal muss einstellen muss, um die Entsiegelung vorzunehmen. Die Aufstockung vom Kredit von 3,7 Millionen auf 4,7 Millionen lehnen wir eigentlich ab. Wir folgen dem Stadtrat. Trotzdem wäre es wirklich schade, wenn der BUND wegen diesen Kosten abgelehnt würde. Die 4,7 Millionen sind verteilt auf 10 Jahre. Es ist viel Geld, das stimmt, aber trotzdem, wenn man das verteilt auf 10 Jahre, kann man also mit dem leben. Einmal mehr stelle ich fest, hat der Stadtrat den BUND präsentiert, wo eigentlich gar nicht so schlecht ist. Nur kommen wieder gewisse Parteien und sagen, wir müssen jetzt unbedingt noch mehr machen, als der Stadtrat vorschlägt. Das ist sehr schade, ist leider zu akzeptieren, aber für mich nicht ganz nachvollziehbar. Wir sind der Meinung, die Initiative ist gültig. Wir nehmen demzufolge auch den BUND an. Dann für die SVP-Fraktion der Patrick Zibum. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die SVP anerkennt die verschiedenen Bedürfnisse an Raum in der Stadt Luzern. Und wir erkennen natürlich auch einen gewissen Zielkonflikt, wenn es um das Thema Raum und eben Versiegelung geht. Bereits in der Diskussion um B&A 10 vom April 2020 haben wir die Klimaadaption, also die Anpassung an die Klimaveränderung, unterstützt. Die Stossrichtung unterstützen wir auch weiterhin, und der Stadtrat zeigt im vorliegenden Bericht und Antrag gut auf, dass er das in unseren Augen auch relativ erfolgreich macht. Mit vielen von diesen Massnahmen sind wir grundsätzlich einverstanden darum. Über ein paar wenige kann man selbstverständlich diskutieren, wie bei jedem Thema. Kompromiss oder dass Kompromisse möglich sind, zeigt beispielsweise auch der Vorstoss zu der Begrünung der Parkplätze. Mit dem geht man als Beispiel nicht fundamental gegen Parkplätze vor, sondern man sucht, wie erwähnt, einen Kompromiss. Die Initiative ist aus unserer Sicht zu allgemein verfasst, und es ist schwierig, auf die verschiedenen räumlichen Bedürfnisse adäquat künftig einzugehen, sollte die angenommen werden. Man schert alles über einen Kamm. So haben zum Beispiel Randgebiete andere mikroklimatische Voraussetzungen und Ansprüche, weder als das in der Innenstadt der Fall ist. Die Vorgaben müssen dort darum in unseren Augen nicht so streng sein. Beim Gegenvorschlag lehnen wir vor allem die Mehrkosten ab.
Wir wollen nicht zusätzliche 80 Stellenprozent gewähren oder dass zusätzliche Fördermittel gesprochen werden. Und insbesondere sind wir darum natürlich auch gegen die Erhöhung um 1 Million von diesen zusätzlichen Ausgaben. Aber wenn schon Geld gesprochen würde, so sollten die zumindest, wie erwähnt, in Sachmittel fließen und sicher nicht in mehr Personal. Wir haben in der letzten Zeit auch immer wieder über die verschleppten Baugesuche geredet und haben dafür auch zusätzliche Gelder gesprochen, um die Gesuche zu beschleunigen. Und mit immer weiteren Vorgaben wird eben dem Ziel entgegengewirkt. Auch diese Initiative wird zu mehr Bürokratie und zu mehr Aufwand, auch Kontrollaufwand führen. Und das wollen wir bekanntlich nicht. Die SVP ist der Meinung, dass der Stadtrat und die Verwaltung bereits sehr gut unterwegs sind. Und der Weg sollte in unseren Augen weitergegangen werden. Ein Weg, der auch von der SVP in der Regel größtenteils unterstützt wird. Wie erwähnt, mit gewissen Vorbehalten. Aber die Stoßrichtung ist sicher richtig. Das Anliegen der Initiative ist in der Stadt Luzern somit in unseren Augen schon lange angekommen. Aktuell wird gut auf die konkreten Situationen Rücksicht genommen und es herrscht Augenmass. Wegen der Initiative haben wir uns natürlich auch mal Gedanken gemacht, wo dann überall versiegelt worden ist in der letzten Zeit. Als Beispiel kann man sicher den Almend-Vorplatz nennen, wo ein schlechtes Beispiel ist, aber es gibt halt auch gute Beispiele, zum Beispiel das Freigleis oder halt grundsätzlich Velowege, die man bauen. Wir sind dort natürlich der Meinung, dass man dort nicht Schotter verwenden soll, sondern dass man auch zügig vorwärts kommt, wie erwähnt, gewisse Flächen muss versiegeln. Die Initiative ist für uns, wie gesagt, zu radikal und zu allgemein, sodass wir sie werden ablehnen. Den Gegenvorschlag lehnen wir, wie gesagt, aufgrund der entstehenden Mehrkosten ab. Und zu den Protokollbemerkungen werden wir uns in der Detailberatung dann äußern. Die Initiative ist für uns gültig, sie ist zustande gekommen und wir treten damit ein. Dann hat sich der Christian Hochstrasser noch gemeldet von den Grünen. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir noch 2 Bemerkungen. Die erste geht um die sogenannte satte Million, die ich von Andreas Moser gehört habe. Ich bin froh, dass der Peter Gmür das vorher schon ein bisschen relativiert hat. Das ist eine theoretische kreditrechtliche Million. Also es geht nicht darum, dass wir hier einfach eine Million sprechen, sondern das ist einfach das, wie es auf 10 Jahre heraus gerechnet wird. Also es geht um eine Erhöhung von 100'000 Franken pro Jahr. Also über das reden wir eigentlich bei dieser Kreditsumme. Natürlich kann man das plakativ als satte Million bezeichnen, aber in der Realität würde ich sagen, ist das nicht ganz statthaft. Das Zweite, ich stelle fest, dass die Problematik von der Versiegelung breit anerkannt worden ist. Jetzt ist mehrfach genannt worden, einerseits von der FDP, dass in dieser Absolutheit der Versiegelungsstopp schwierig sei, oder Sturheit, habe ich von Peter Gmür gehört. Jetzt ist es so, wenn man sieht, wie die Versiegelung zugenommen hat in den letzten Jahren, denke ich, ist die Initiative oder das, was wir jetzt auch fordern, im Zusammenhang mit dem Auftrag, der ja dann im Detail noch kommt, aus meiner Sicht alles andere als absolut. Weil wirklich radikal wäre ja ein Absenkpfad, so wie man es ja auch gesehen hat oder wie man es auch beschlossen hat im Bereich von Energie und Klima, also Energiestrategie schon länger. Klima kommt ja vielleicht dann noch. Aber eigentlich müssen wir ja die Versiegelung absenken. Die Initiative, respektive der Auftrag, der noch kommt, sagt, dass wir es jetzt auf dem jetzigen Stand plafonieren. Und wenn wir jetzt da Massnahmen ergreifen und satte 4,7 Millionen sprechen, dann müsste ja die Massnahmen wenigstens dazu dienen, dass wir auf dem Niveau, wo wir heute sind, das könnte plafonieren. Aus unserer Sicht ist das Potenzial gross, auch zu entsiegeln. Das heisst, dort unter anderem mit dem Vorschlag von der CVP, dass man eigentlich so weit kann entsiegeln kann, dass an anderen Orten ja auch neue Versiegelungen können entstehen können, dass das ein Problem ist. Also dass der Versiegelungsstopp dermassen absolut oder stur ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es ist, wenn man solche Massnahmen greift und Problematiken könnte, einfach dringend nötig, dass die Versiegelung nicht weiter zunimmt. Und das heisst ja, es ist ein Versiegelungsstopp. Also von dem her denke ich, das ist angemessen. Und wir haben darauf verzichtet, einen Absenkpfad zu fordern, dass also die versiegelten Flächen absolut abnehmen, sondern wir sind da bereits mit der Initiative ja schon auf einen Kompromiss eingegangen und gesagt, es darf einfach nicht weiter zunehmen. Dann gebe ich gerne das Wort Adrian Borgola, Stadtrat.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es bleibt dabei beim Klimaschutz. Es bleibt dabei, dass der Klimaschutz die prioritäre Aufgabe bleibt und dass Klimaanpassung aber in den Städten insbesondere leider eine Notwendigkeit darstellt, weil, wie geschildert worden ist, Städte an Hitzeinseln sind, weil sie sich stärker aufgrund der Bebauung viel stärker aufwärmen. Am besten ist es natürlich, wenn man mit den Klimaanpassungsmassnahmen einen neuen Beitrag leisten kann für den Klimaschutz. Und das macht man dann zum Beispiel, wenn man Grünflächen schafft und vor allem dann, wenn man Bäume pflanzt, die CO2 binden können. Und da setzt ja die Stadtklimainitiative an. Sie fordert im Kern den Schutz und Vernetzung vom versiegelten Land für die positive Wirkung aufs Stadtklima, auf die Biodiversität und für die Qualität, für die die Lebensqualität der Bevölkerung können zu stabilisieren und langfristig zu gewährleisten. Und das liegt ganz auf den Zielsetzungen vom Stadtrat, dass wenn wir, an dem schaffen wir schon und für das haben wir schon einige Beschlüsse gefasst und wir sind da bereit, das Engagement, so wie wir es im Gegenvorschlag formuliert haben, das Engagement noch zu verstärken. Es ist einzig der Kern, der Knackpunkt von dieser Forderung, dass die unversiegelte Fläche 2 Jahre nach der Annahme von der Initiative nicht mehr darf zunehmen darf. Das geht am Stadtrat in dieser klaren und eindeutigen Formulierung zu weit. Wir haben einen hohen Nutzungsdruck, vor allem auch bei der inneren Verdichtung, wo letztlich entscheidend ist und entscheidend mithilft, dass die Versiegelung am Rand, dass die Versiegelung in anderen Gemeinden nicht zunimmt. Sei es bei der Fläche fürs Wohnen, fürs Schaffen, aber auch bei der Verkehrsfläche. Wir befürchten, dass mit einer allzu engen Auslegung Arealentwicklungen könnte behindert werden, wenn man die Kompensationsflächen bei Dritten organisieren oder zukaufen. So einen Flächenhandel möchten wir vermeiden. Wir haben, und das ist der zweite Punkt, bis jetzt nicht genügend scharfe Messinstrumente, für wirklich genau festzulegen, wie die Forderung scharf könnte umgesetzt werden. Man müsste ja Umrechnungsfaktoren für Fassadenbegrünungen und Dachbegrünungen dann, entwerfen. Wir kommen ja so zum Schluss, dass wir 4 Forderungen, die gestellt sind, gut erfüllt werden und die können wir sogar noch verstärken. Bei einer kommen wir mit einem anderen Vorschlag. Und darum haben wir den Gegenvorschlag euch angepasst. Konkret geht es ja vor allem um die Anpassung des Artikels zur Umgebungsgestaltung bei der Zusammenführung von der BZO Litauen und Luzern. Konkret auch Anreize zur Entsiegelung, konkrete private Initiativen fördern und dort dann eben die Opportunitäten zu nutzen, die es sich bietet. Und dann eine ganz zentrale Vorbildfunktion der Stadt Luzern, Entsiegelung von Flächen, wo es möglich ist und wo es sinnvoll ist. Und, ganz ein wichtiger Punkt, Weiterführung von der Biodiversitätsstrategie und von den Anstrengungen, die wir unternehmen im Kontext von der grünen Stadt. Zu den Protokollbemerkungen komme ich dann bei der Detailberatung und ich nehme natürlich mit Erfreut zur Kenntnis, dass alle Fraktionen die Stossrichtung eigentlich von der Initiative und die Stossrichtung gleichbleibende Versiegelung, dass sie die unterstützen, aber dass sie bei den Massnahmen und bei den Ausführungen, wie man das Ziel erreichen soll, dass es dort Differenzen gibt. Andreas Moser hat gesagt, es sei ein Missverhältnis zwischen Sachmittel- und Personalkosten. Das sehen wir nicht so. Der Stadtrat hat sich das gut überlegt. Die Sachmittel, die längen, die sind aber natürlich auch eingebettet in die städtische Finanz. Politik von den nächsten Jahren, die schwierig wird sein. Aber wir haben den Eindruck und wir sind überzeugt, dass eigentlich die Mittel gut sind und aber auch ausgewogen sind mit den Personalmitteln. Weil das ist die tägliche Erfahrung, die wir machen. Die Stadt Luzern hat einen recht guten
Förderung von der Biodiversität, weil man eben punktuell genau die Chancen packt und punktuell sehr viel beratet, punktuell kleine Möglichkeiten nutzt und mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zusammen versucht, gute Lösungen und Aufwertungen anzubringen. Und das braucht Zeit, da müssen die Leute dran sein. Gerade weil man eben nicht unbedingt wollt, mit scharfen gesetzlichen Vorgaben arbeiten. Darum sehe ich da einen Widerspruch zwischen der Haltung der SVP, die sagt, ja, wir sind eigentlich dafür, die Stossrichtung ist gut, aber kein Geld dafür. Dann müssen wir, um das Ziel zu erreichen, mit schärferen gesetzlichen Vorgaben arbeiten. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht im Sinn von der SVP, die das euch so formuliert hat. Keine Bürokratie. Mit ein bisschen mehr Personalmittel können wir eben genau in diesem Bereich keine Bürokratie eigentlich für sich haben, sondern eben Anreize schaffen und die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten. Ganz unkompliziert und unbürokratisch. Interessante Ausführungen von Stefan Segesser zu der Geschichte von den Gärten. Es ist natürlich im 18. und 19. Jahrhundert, das ist richtig, so Gärten sind so ein bisschen, man hat ja auch gezeigt, dass man Vermögen hat, ausländische Bäume zu pflanzen, irgendwie Mammutbäume zu pflanzen. Ist natürlich auch ein bisschen ein Abbild gewesen. Gärten haben wir dort gestalten, wo man Einfamilienhäuser und Villen hatte. Dort hat man grosszügig das gemacht. In der Innenstadt hat man vor allem müssen bauen. Und was Stefan Segesser jetzt natürlich nicht gesagt hat, die Städte, die sind natürlich überformt worden, vor allem im 20. Jahrhundert durch die ganzen Verkehrsmittel. Ein Strassenzug, der in der Neustadt konstruiert worden ist, mit einer Allee, mit einer unversiegelten Fläche, begangen von sehr vielen Leuten, ein paar Velo hatte es gehabt, Kutschen für den Transport, Rossgespann, und aber nur relativ eine ruhige Umgebung. Das hat sich natürlich auch gewandelt. Also die städtische Umgebung ist natürlich, hat sich stark verändert. Es freut mich natürlich, wenn der Peter Gmür sagt, dass der Gegenvorschlag gar nicht so schlecht ist. Das ist schon fast ein Kompliment. Was er noch gesagt hat, die Stadt nehme die Verantwortung leider nicht so wahr. Verlangt aber dann gleich nicht mehr Personalmittel oder weniger Personalmittel. Das geht irgendwo nicht ganz auf. Wenn man die Personalmittel einsparen müsste, dann weiss genau dort, wo man zum Beispiel, es ist genannt worden, was ich natürlich nicht unterstützen kann, verschleppte Baugesuche. Wir sind natürlich, wir müssen die Baugesuche ja beim Umweltschutz auch beurteilen. Und das ist recht aufwendig, um eben genau die Effekte zu erzielen und genau die Opportunitäten zu sehen und um die bestehenden Vorgaben national, kantonal, lokal dann wirklich zu prüfen, ernsthaft zu prüfen, damit wir eine gute Qualität von den Bauten erreichen können und damit wir auch eine gute Qualität von den Grünräumen erreichen können, die verbunden sind mit Baugesuchen. In dem Sinn danke ich, wenn wir dann am Schluss hoffentlich zu einem Gegenvorschlag kommen, zu einem guten Gegenvorschlag, der im Sinn von der Stossrichtung, die alle Fraktionen unterstützt haben, liegt, aber vor allem auch im Interesse von der städtischen Bevölkerung, von den Gästen und von der Biodiversität, von all diesen tausenden Arten, die den Lebensraum mit uns teilen. Ich stelle fest, dass wir eintreten sind. Ich habe keinen Ablehnungsantrag gehört. Dann gehen wir kapitelweise vor. Kapitel 1, Stadtklima-Initiative, Seite 7. Kapitel 2, innere Verdichtung, Seite 9. Kapitel 3, Haltung Stadtrats. Und ab Kapitel 4 gehen wir in Unterkapitel. Und dann haben wir 4.1 Übersicht, 4.2 Gegenvorschlag und dann 4.2.1 Rieska Domma, Präsident der Baukommission. Danke vielmals, Frau Präsidentin. Die Baukommission beantragt folgende Protokollbemerkung zu der Seite 17. Bau- und Zonenreglement Artikel 71 Umgebungsgestaltung im Gebiet der offenen Bauweise soll der vorgeschlagene Prozentsatz noch einmal überprüft werden.
Die Protokollbemerkung ist mit 4-3 Stimmen bei 4 Enthaltungen überwiesen worden. Der Stadtrat opponiert der Protokollbemerkung gemäß DB 641. Der Andreas Moss von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Der Stadtrat hat die Antwort gegeben. Ich möchte trotzdem festhalten, einfach, dass man mich richtig versteht. Die 40%, wie wir sie heute in der BZ haben, sind verplanende schon sehr anspruchsvoll. Es besteht ein Zielkonflikt zwischen der Umgebung, die man muss erhalten muss, die nicht unter- oder überbaut werden darf, und der notwendigen Fläche, die Untergeschoss braucht. Die Flächen steigen an. Und mir geht es überhaupt nicht darum, zu verunmöglichen, dass die versiegelte Fläche nicht kann verringert werden, sondern ich erhoffe mir, und ich weiß, dass das da nur der Anfang ist, mit einem bisschen cleverer oder raffinierteren Ansatz eigentlich ein bisschen mehr Flexibilität eben genau dem Zielkonflikt reinzubringen. Und die absolute Zahl von 50% ist aus unserer Sicht und auch aus Planungsverbandssicht einfach schwierig und wird notgedrungen zu Konflikt bis hin zu Klagen führen, dann auch im Rahmen von der BZNTU. Und ich werde wie das versuchen zu verhindern. Es ist heute nur der Anfang, einfach nochmal, dass ich mich klar ausdrücke. Danke. Der Martin Abele von den Grünen. Geschätzte Ratspräsidentin, geschätzte Anwesende, die Grünen, jungen Grünen lehnen die Protokollbemerkung entschieden ab. Es ist ganz essentiell, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass wir weniger versiegelte Fläche haben, und zwar unbedingt auch unter dem Boden, nicht nur über dem Boden. Du hast ja gesagt, die 50% seien schon absolut und 40% seien ein Mindest, oder so habe ich dich verstanden. Aber jede Zahl, die man festlegt, ist irgendwo absolut. Und du bist zwar, du bist ja Architekt, du bist ein Planer, aber ich habe mich auch erkundigt, und es ist nicht so, dass das nicht machbar wäre mit der neuen Zahl. Es ist immer so, dass man sich halt an die Vorgaben muss auch anpassen muss. Und es gibt immer noch ein Nice to have, was man noch mehr könnte machen. Aber wichtig ist, dass wir hier ein Zeichen setzen gegen die Versiegelung. Und da tun wir sehr den Vorschlag vom Stadtrat unterstützen. Nico van der Heijden von der SP. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Frage gibt es keine eindeutige Haltung von der SP-Fraktion. Ein Teil von uns findet, dass man das durchaus noch einmal prüfen kann. Ein anderer Teil findet die geplante Verschärfung auch mit der absoluten Zahl von 50% richtig. Uns allen ist aber gemein, dass wir eine Verschärfung der Vorschriften zur Umgebungsgestaltung wirklich ausdrücklich begrüßen. Also diejenigen, die dieser Protokollbemerkung zustimmen, wenn also keinesfalls auf die Verschärfung verzichten, bittet der Stadtrat einfach den Fächer an Optionen diesbezüglich nochmal zu öffnen. Adrian Borgola. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben ja begründet, dass wir vor allem schon im Vorprüfungsprozess drin sind. Es ist jetzt noch das Argument, flexibilisieren oder Fächer öffnen. Wir sehen, dass wir bei den Bauvorschriften natürlich schon klare Werte muss haben, und Flexibilisierungen bringen immer sehr komplexe Abwägungen, was ist jetzt das und wie könnte man das und was könnte man da vielleicht noch anrechnen und umrechnen und so. Das macht es nicht einfacher. 50%, das ist schon vor den Stadtklimainitiativen so vorbereitet gewesen, so in Diskussion gewesen, um eben die Grünqualität der Bauten dann zu steigern, wenn man frisch baut, wenn man die Chance hat, wenn man umbaut, wenn man grosse Anpassungen macht. Und wir sind überzeugt davon, dass eigentlich die Anpassung von dem Wert
eine gute Anpassung ist. Der Nico van der Heijden hat jetzt gesagt, Verschärfung aus Sicht der Eigentümer oder der Investoren kann das eine Verschärfung sein. Aus Sicht der Bevölkerung und der Biodiversität ist das natürlich eigentlich eine Erweiterung der Möglichkeiten vom grünen Raum. In dem Sinn möchte ich Sie bitten, jetzt auf die Protokollbemerkungen zu verzichten, weil wir sind in diesem Prozess und wir wüssten jetzt eigentlich auch nicht, wir müssten jetzt quasi aus der Vorprüfung wieder zurückgehen und im Kanton schreiben, ja, wir müssen es uns noch einmal überlegen. Das Parlament wird die Chance dann haben, wenn wir die Vorlage bringen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie der Kanton reagiert. Vielleicht sagt der Kanton in seinem Vorprüfungsbericht auch irgendetwas, das wir dann berücksichtigen müssen. Ob jetzt das ging oder nicht ging, ich gehe davon aus, es ist möglich und es wird gehen. Und dann werden wir die Diskussion im Rahmen der Zusammenführung BZO Luzern Litau werden wir die Diskussion selbstverständlich noch einmal führen können. Ich habe keine Wortmeldungen mehr gesehen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Und die Frage ist, wenn ihr die Protokollbemerkung von der Baukommission noch einmal die Überprüfung vom Prozentsatz zu machen, annehmen, bittet das mit Handenheben zu zeigen. Wer lehnt sie ab? Dann müssen wir mal auszählen, wie es nicht ganz so blockmässig ist. Danke. Stimmen zählen bitte. Also, wer stimmt dafür für die Protokollbemerkung? Zeigt das mit Hand erheben. Wer ist dagegen? Gut, die Protokollbemerkung ist abgelehnt. Wäre nett, wenn er amts bei euch im Stimmverhalten würde bleiben, aber wir gehen weiter. Und zwar gehen wir weiter im Detail und wir kommen zum 422, Seite 18, Anreiz für mehr Entsiegelung. Dann 423, private Initiativen fördern. 424, Vorbildfunktion wahrnehmen. Wir sind hier Seite 20. Und jetzt gehen wir noch einmal in das Unterkapitel rein. 4241, 4242, 425 Monitoring. Da ist der Martin Abele. Ja, geschätzte Anwesende, ich habe es schon in meinem Eintretensvotum erwähnt. Wir stellen hier einen sogenannten Auftrag. Der ist uns sehr wichtig. Wir sehen ja, dass der Stadtrat ein Monitoring vorsieht. Das Monitoring sieht es zwar als ein einfaches Monitor, stellt er sich das vor, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass mit der Zeit auch die Möglichkeiten von dem Monitoring auch besser werden, sodass es auch möglich ist, zu überprüfen, wie der Stand von der Versiegelung ist und ob es dort eine Zunahme gibt oder nicht. Von gewissen Flächen kann man das ja relativ einfach machen, sogar wenn man weiss, es gibt eine neue Überbauung, dann weiss man, dann kennt man den Grad von der Versiegelung. Wenn man noch etwas aufhebt, kann man das auch feststellen. Es ist durchaus möglich, so ein Monitoring über die Zeit zu machen. Unser Auftrag lautet: Die Versiegelung in der Stadt Luzern darf spätestens 2 Jahre nach Start des gemäß 4.2.5 vorgesehenen Monitorings
spätestens aber ab Ende 2024 nicht weiter zunehmen. Zeigt das Monitoring in der Tendenz dennoch eine Zunahme der versiegelten Fläche, ergreift der Stadtrat zur Zielerreichung weitere Maßnahmen oder unterbreitet diese dem Großen Stadtrat in einem B und A. Ihr seht also, der Auftrag gibt Stadtrat, wie gesagt, der Auftrag, dass er soll, überprüfen soll, wie das steht um die Zunahme. Aber es ist dort keine absolute Größe, die muss festgestellt werden, sondern eine Tendenz. Und das ist wichtig, dass wir die feststellen können, damit wir hier nicht unkontrolliert denn trotzdem einfach die Versiegelung weiter zunehmen, wie es der Christian Hochstrasser festgestellt voran gesagt hat, ist das ganz entscheidend, dass wir hier eine Plafonierung vornehmen können. Und das ist auch möglich, weil es gibt auch durchaus viele Möglichkeiten zur Entsiegelung, aber das muss man beobachten. Vielen Dank. Präsident von der Baukommission, Rieska Domann. Danke, Frau Präsidentin. In der Baukommission ist ein ähnlicher, aber nicht gleichlautender Auftrag gestellt worden. Darum haben wir über den, wie er jetzt vorliegt, nicht haben können abstimmen. Stefan Segesen von den Grünen Liberalen. Von den Grünen Liberalen. Jawohl, danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Das Grundanliegen ist da innen angekommen. Das habe ich vorher schon gesagt, beim Eintreten auf den B und A. Jetzt, für mich ist aber einfach die Diskussion, dass jetzt eigentlich das Anliegen von der Initiative dorthin der Tür mit dem Auftrag wieder reinkommt in der Absolutheit. Und das finde ich weiterhin ein Problem. Ich glaube, wir haben bewiesen in dem Parlament, wie auch der Stadtrat, dass wir das Anliegen von der Entsiegelung ernst nehmen. Wir haben auch mehrfach diskutiert, wie viel Fläche wir wüssten, die entsiegelt werden können. Da bin ich weiterhin der Meinung, das Grundprinzip ist klar und das Anliegen ist auch allen klar, wir wollen den Ziegel. Aber jetzt den fixen Parameter wieder einzubauen und das Monitoring, das bis jetzt so noch nicht erfasst ist, sondern wir haben das ja gehört, das Monitoring ist nicht so detailliert. Ich glaube, das braucht es nicht. Und es gibt so viel Monitoring, dass am Schluss sich die Monitoring überschneiden, die am Schluss, finde ich, nichts bringen. Wir wissen je bei der einzelnen Fläche, was man denn tatsächlich muss machen muss. Also, im Grundsatz stütze ich mir als Anliegen, aber jetzt diesen Auftrag lehne ich mir ab. Der Nico van der Heijden. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich sehe das jetzt weniger dramatisch, muss ich ehrlich gesagt sagen, Stefan, weil einerseits bin ich der Auffassung, dass ja auch dank euch, merci vielmals, mit der Aufstockung von dem Kredit, wir das Ziel werden erreichen. Also das müsste eigentlich gehen. Und von dem her, und dass man ein Monitoring macht über das wichtige Ziel, finde ich jetzt persönlich auch richtig. Also einfach zu sagen, ja, wir investieren Geld und wissen eigentlich gar nicht, ob wir die Wirkung erreichen, die wir wollen, finde ich falsch und aufwendig. Ich sehe in der Formulierung von dem Auftrag keinen Zwang für ein kompliziertes Monitoring, sondern im Gegenteil, ich stelle mir das als Kennzahl im Jahresbericht vor, wo wir drinnen haben. Und dass man dann, wenn man merkt, man ist deutlich abgekurs, und da bin ich auch froh um die angepasste Formulierung, wenn man wirklich merkt, wenn das 0,2% Versiegelung ist, dann ist das keine massive Abweichung. Aber wenn man jetzt wirklich merkt, hey, sorry, wir sind auf bestem Weg dazu, weitere 10% von der Stadt zu versiegeln, finde ich es absolut richtig, dass man nachher justiert. Und darum finde ich, kann man dem Auftrag, so wie er jetzt neu formuliert ist, zustimmen. Andreas Moser. Als Liberaler kann ich meinem grün-liberalen Ratskollegen zustimmen. Die FDP hat genau die Gleichhaltung. Wir lehnen den Auftrag ab. Martin Abeli von den Grünen. Ja, ich möchte noch mal auf Stefan Segesen eingehen. Ich glaube, du hast möglicherweise nicht ganz gehört, wie der Auftrag lautet, zeigt das Monitoring in der Tendenz dennoch eine Zunahme der versiegelten Fläche etc. Also es ist keine fixe
starre Forderung, wie du das vorhin geschildert hast, sondern wir wollen, dass in diesem Monitoring Tendenz beobachtet wird. Und wenn man sieht, es gibt tatsächlich noch immer eine Zunahme, dann muss man doch Gegenmaßnahmen ergreifen. Also von dort her verstehe ich jetzt deine Argumentation hier nicht so ganz. Adrian Borgelen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Stadtrat hat sich präventiv mit möglichen Diskussionspunkten zu einer knapp abgelehnten Protokollbemerkung auch beschäftigt. Wir haben ja begründet, dass wir ein scharfes Monitoring, ein Flächen-, Quadratmeter scharfes Monitoring nicht sehen. Ich zitiere jetzt, wie wir zu einem möglichen umformulierten Auftrag wurde stehen. Der Stadtrat kann sich mit dem Auftrag, das Monitoring mit allenfalls zu ergreifenden zusätzlichen Maßnahmen zu verknüpfen, unter den folgenden Rahmenbedingungen einverstanden erklären. Der Stadtrat wird das quantitative Monitoring, also das, was wir vorgesehen haben, im Rahmen vom Siedlungsentwässerungsreglement, wird das quantitative Monitoring durch einige qualitative Aussagen zu den nicht erfassten Entwicklungen ergänzen, zum Beispiel größere Tiefbauprojekte, Entsiegelungen auf stadteigenen Grundstücken außerhalb von Bewilligungsverfahren, die sind ja dort nicht erfasst, umgesetzte Entsiegelungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms für Private, damit die tatsächliche Entwicklung verlässlicher dargestellt ist. Dieses qualitativ ergänzte Monitoring wird die Basis bilden für Entscheide über allfällige weitere Maßnahmen. Es müssen mindestens 2, besser noch 3 Monitoringwerte vorliegen, um den Trend der Entwicklung plausibel abbilden zu können. Dies wird spätestens im Frühjahr 2026, das werden mit 3 Trend-Monitoringwerten der Fall sein. Dritter Punkt, es erfolgt eine jährliche Berichterstattung zuhanden der Baukommission. Unter den geschilderten Rahmenbedingungen ist der Stadtrat mit dem Auftrag einverstanden, falls der Auftrag so umformuliert wird, dass die Rahmenbedingungen berücksichtigt sind, opponiert der Stadtrat dem Auftrag nicht. Mir liegt leider der umformulierte Auftrag nicht vor. Also ich kann es noch einmal vorlesen, über den, wo wir jetzt werden abstimmen. Dann darf ich dich bitte, den einmal vorlesen, dann können wir nachher gleich abstimmen. Danke. Ja. Geschätzte Präsidentin, mich kannst du nicht verargen, dass du den jetzt nicht auswendig gelernt hast. Er ist doch noch relativ lang. Die Versiegelung in der Stadt Luzern darf spätestens 2 Jahre nach Start des gemäß 4.2.5 vorgesehenen Monitorings spätestens aber ab Ende 2024 nicht weiter zunehmen. Zeigt das Monitoring in der Tendenz dennoch eine Zunahme der versiegelten Fläche, ergreift der Stadtrat zur Zielerreichung weitere Maßnahmen oder unterbreitet diese dem Großen Stadtrat in einem B und A. Danke. Bevor wir zur Abstimmung kommen, habe ich gesehen, den Michael Zey von der CVP. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich habe 2 Fragen. Die erste Frage an Stadtrat, das Preisschild. Ist das zu lösen im Rahmen des Normalen oder heisst das wieder, wir müssen jemanden haben? Und die zweite Frage, Herr Abele, du hast das gesagt. Was machen die Initianten von der Initiative in dem Moment, wo der Auftrag durchkommt? Martin Abele. Danke für die Frage. Lieber Michi Zeyer, ich habe es im Eintretensvotum gesagt, ich würde es hier gerne noch einmal wiederholen. Wenn der Auftrag durchkommt und wenn auch der Sonderkredit für einen Gegenvorschlag durchkommt, werden wir, hier liegt es sogar schon vor, die Rücktrittserklärung vorbringen zu der Michelle Bucher und dann die Rückzugserklärung und dann ist die Initiative dann zurückgezogen. Ob jemand das zurücktreten will, das weiß ich nicht, hat keinen Zusammenhang. Aber wir müssen noch die Abstimmung über einen Sonderkredit abwarten. Adrian Borgelen.
Der Michael Seier, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, fragt nach einem Preisschild. Das kann man natürlich nicht sagen, weil wir gehen davon aus, dass wir mit den Massnahmen, die wir hier haben, wir hoffen zumindest, das Ziel schon erreichen können. Wenn es dann mehr Mittel würde brauchen, müssten wir das dann evaluieren. Gerade so, wie wir es hier sagen, also wenn man sieht, jetzt ist ja nicht mehr ein absoluter Wert, sondern in der Tendenz, wie der Auftrag ist, wenn man sieht, dass es in der Tendenz immer noch zunimmt, dann müssen wir uns überlegen, und ob die das etwas kostet, das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir es eigentlich auch so können erreichen können. Michael Seier. Ja, Herr Stadtrat, Sie haben meine Frage falsch verstanden. Das Preisschild vom Monitoring. Adrian Borgola. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das kann ich jetzt auswendig nicht erreichen, aber das machen wir ohne zusätzliche Personalmittel. Das ist zu schaffen, weil wir sagen, das, was wir machen für die Siedlungsentwässerung, das machen wir sowieso für die Siedlungsentwässerung. Dann kann man die Überprüfung von der Baugesuche quantifizieren. Und dann muss man nur dazu noch ergänzen, was wir eigentlich machen, was wir wissen aus der eigenen Tiefbautätigkeit, was wir wissen aus dem Programm mit den 80% Personenmittel, Personalmittel, wo wir mit der zusätzlichen Stelle eigentlich erreichen, kleine Flächen da und dort zu erreichen. Und das kann man am Schluss des Jahres zusammenrechnen. Das ist ein gewisser Aufwand, aber der hebt sich wahrscheinlich in Grenzen. Was wir jetzt noch eruieren müssen, ist, wie wir Fassadenbegrünung anrechnen. Dann wird man irgendeinen Umrechnungsfaktor etablieren und dann das auch einrechnen. Aber es ist einfach nicht wirklich Quadratmeter scharf. Stefan Segesser, Gilfi. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich muss noch mal etwas sagen. Und zwar ist die für mir ausgesehen, ich habe dich verstanden, Martin. Aber es ist die unsägliche Verknüpfung von dieser Initiative als Auftrag, dass ein absolutes Versiebelungsverbot ist, im Sinne von der Fläche nicht mehr zunehmen. Weil wir sind uns ja einig, wir werden mit sehr vielen Flächen, die man entsiegeln kann, ein Plus machen da. Und wir kommen da so mit weniger versiegelten Flächen klar. Aber das Anliegen, das ich beim Eintreten schon formuliert habe, ist eigentlich, dass wir die Situation der Stadt als Gesamtes anschauen müssen. Wir haben diverse Güterabwägungen, die wir da innen immer wieder diskutieren. Und das ist auch immer wieder ein Kampf. Photovoltaik, ja, nein, Begegnungszone, ja, nein, Kinder umsäckeln, ja, nein, spielen, ja, nein, Verkehrsfläche, ja, nein. Und ich meine, das sind einfach immer Güterabwägungen. Und wenn wir die Stadt, ja, wo wir ja neu als Hafenstadt auch definiert haben, auch als Zentrum von der Kanton und vom Zentralschweiz anschauen, mit separaten Funktionen, die wir da drin haben. Wir sind das Zentrum, wir haben Aufgaben, die wir wohnen. Das heisst, dass auch die innere Verdichtung hat allenfalls Auswirkungen. Darum ist die Problematik von dieser Initiative ist nicht das Anliegen, sondern die formulierte Absolutheit, es darf nicht zunehmen. Und das ist die Problematik. Und wenn wir dort keinen Spielraum mehr haben, dann haben wir aus meiner Sicht und der Optik der Grünliberalen dort ein Thema, warum wir die Initiativen abgelehnt haben, warum wir den Antrag ablehnen. Das Monitoring, vorgeschlagen vom Stadtrat Adrian Borgula, haben wir ja vorgängig diskutiert als Möglichkeit. Mit dem so formuliert können wir leben. Aber die Verknüpfung von Antrag, Versiedlung, Stopp, PAM und dann reagieren ab dem Moment, so die Verknüpfung mit dem Monitoring, ist so nicht für uns zustimmbar. Merci. Die Diskussion ist erschöpft, dann stimmen wir über den Auftrag ab. Wir haben vorne noch einmal gehört, ich lese jetzt nicht mehr vorlesen. Wer ist für den Auftrag, bitte das mit Handerheben zu zeigen? Wer stimmt dagegen? Danke. Ja, zähl es aus, wie ist doch sehr ein wichtiger Auftrag. Danke. Wer stimmt dem Auftrag zu, das mit Hand erheben?
24? 25? 25, gut, danke. Wer ist dagegen? Er hat dem Auftrag zugestimmt mit 25 zu 20 Stimmen. Wir gehen weiter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irgendwie. Gut, wo sind wir? Kapitel 5, genau. Stellungnahme zum Postulat 63. Dann Kapitel 6, Zusammenstellung vom Finanzbedarf, Seite 24. Der Jeska Dommen hat das Wort. Danke vielmals, sehr geehrte Frau Präsidentin. Die Baukommission stellt folgenden Antrag. Die Sachmittel sind ab 2024 auf 350.000 Franken jährlich aufzustocken und somit der Kredit unter Ziffer römisch 3 im Beschluss von 3,7 Millionen Franken auf 4,7 Millionen Franken zu erhöhen. Der Antrag ist mit 7 zu 4 Stimmen in der Baukommission angenommen worden. Der Stadtrat opponiert, ist mir hier notiert. Also, die Diskussion ist gegeben. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist für den Auftrag gemäß Baukommission Sachmittel zu erhöhen, zeigt das bitte jetzt mit Hand erheben. Wer opponiert der Erhöhung? Der Erhöhung ist zugestimmt worden. Dann Baukommissionspräsident Rieska Dommen. Die Baukommission beantragt noch eine Protokollbemerkung. Und zwar lautet die: Die Kosten für die Personalmittel sind zugunsten der Sachmittel zu reduzieren. Die Protokollbemerkung ist mit 8 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen worden. Der Stadtrat opponiert der Protokollbemerkung. Gibt es Stimmen? Dann stimmen wir ab. Wer ist für die Protokollbemerkung, die Kosten für die Personalmittel zugunsten von Sachmitteln zu reduzieren? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Die Protokollbemerkung ist überwiesen. Dann ist zur Seite 24 nichts mehr. Dann kreditrechtliche Frage. Dann kommen wir zum Antrag. Schluss, Seite 27. Ziffer römisch 2 und 3 werden dann ausgezählt werden. Es ist ein obligatorisches Referendum. Ihr könnt euch also Stimmenzählen schon mal parat machen. Dann kommen wir zu römisch 1. Das will man noch nicht auszählen. Das ist noch ein einfacherer. Über die Gültigkeit von der Initiative. Wer ist für die Gültigkeit von der Initiative? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Das ist eindeutig. Danke. Dann kommen wir zu römisch 2. Zuhanden von der Stadt, also dass man die ablehnt. Wir bitten das auszählen. Die römisch 2 müssen wir auszählen. Jetzt brauche ich euch Stimmenzähler. Dann würde ich gerne vorkommen. Römisch 2 Stadtklimainitiative wird abgelehnt. Tun wir jetzt abstimmen. Wer sie ablehnt, bittet das mit Hand erheben zu zeigen. Okay. Wir fangen noch einmal an. Wer sie ablehnt, zeigt das bitte mit Hand erheben.
Wer zustimmt, bitte das mit der Hand erheben zu zeigen. Und Enthaltungen? Die Initiative wird mit 20-11-15 abgelehnt. Dann kommen wir zu Römisch 3. Da ist jetzt neu der Betrag erhöht auf 4,7 Millionen. Wer dem Kredit zustimmt, bitte das zeigen mit Hand erheben. Wer das ablehnt, zeigt das bitte mit der Hand erheben. Dem Vorschlag, also dem Kredit ist mit 33-13 zugestimmt worden. Danke. Martin Abelö, du hast das Wort. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Anwesende, das Initiativkomitee erklärt hiermit den Rückzug der Initiative Stadtklimainitiative weniger Beton und Asphalt, mehr natürliche Flächen in Luzern. Ich bringe die entsprechende Rückzugserklärung vor. Das ist geprüft worden. Danke. Die Prüfung ist erfolgt. Wir stellen fest auf Ziffer 5, dass die Initiative zurückgezogen wurde. Mit Anschluss an den Beschluss des Grossen Stadtrats Ziffer Römisch 1 bis 3 erfolgenden Rückzug der Initiative Stadtklima-Initiative werden die Beschlüsse gemäß Ziffer 1 und 2 gegenstandslos, der Beschluss der Ziffer 3 unterliegt dem fakultativen Referendum. Dann kommen wir noch zum 5 wegen Postulat 63. Das ist überwiesen. Gibt es da einen Gegenvorschlag, Gegenantrag? Gut, dann sind wir durch. Dann ist das Traktandum 4 geschlossen. Also 3 und 4 ist geschlossen, Entschuldigung. Wir kommen zum Traktandum 5, Entwicklungskonzept für das linke Seeufer und das Gebiet Tripschen 2, Umsetzungsprojekte. Das ist ebenfalls in der Baukommission behandelt worden. Rieska Dommen, du hast das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Baukommission des Grossen Stadtrates hat an ihrer Sitzung vom 26. August 2021 den Bericht und Antrag 18-2021, Entwicklungskonzept für das linke Seeufer und das Gebiet Tripschen 2 behandelt und das Entwicklungskonzept linkes Seeufer zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Entwicklungskonzept für das linke Seeufer und das Gebiet Tripschen fand in der Baukommission grundsätzlich Zustimmung. Bereits in den letzten Jahren konnte im Quartier eine positive Entwicklung festgestellt werden. Die nun vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der Kommission mehrheitlich unterstützt. Von einzelnen Fraktionen wurde die Umsetzung der Initiative Lebendiges Inseli statt Blechlawine bzw. der geplante Abbau von Parkplätzen kritisiert. Generell hat die Baukommission den Eindruck,
dass die Umsetzung von konkreten Maßnahmen im Quartier sehr lange dauert. Sie wünscht sich deshalb, dass die einzelnen Projekte, wenn immer möglich, rascher umgesetzt werden. Eine knappe Mehrheit hat einer Protokollbemerkung zugestimmt, die verlangt, dass das Inseli bereits ab dem 1. Januar 2022 bis auf 6 Anhalteplätze grundsätzlich garfrei sei. In der Schlussabstimmung fanden Anträge auf ablehnende bzw. bloße Kenntnisnahme vom Schlussbericht keine Mehrheit. Die Motion 435 wird einstimmig als erledigt abgeschrieben. Als Fraktionssprecher ist Andreas Moser, FDP. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Das linke Seeufer zwischen Bahnhofgebiet und Wardeckrippe ist weit ins 20. Jahrhundert hinein bis auf ein paar Gewerbe- und Kleinindustriebetriebe kaum bebaut gewesen. Die Entwicklung ist langsam vorangegangen, was auch im schlechten Baugrund geschuldet ist. Das Inseli und später auch die Aufschütte sind und sind heute noch wichtige Naherholungsgebiete auf der linken Seeseite im Zentrum von Luzern. Wer die Entwicklung seit den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert kennt, weiss, das linke Seeufer hat sich seither räumlich und nutzungsmässig enorm entwickelt. Die Erfolgsgeschichte von der Kanti Albeck B, Bahnhof Neubau, KKL, Tripschenstadt, Treibhaus, Schür etc. sind wichtige Erfolgstreiber gewesen. Das Gebiet hinter den Gleisen, wie man es so schön sagt, hat sich zu einem sehr attraktiven und beliebten Stadtteil gemausert. Fazit: Am linken Seeufer ist vieles schon sehr gut. Aber zwischen den einzelnen Stadträumen fehlt häufig Verbindung und Orientierung, genauso wie sie zum See oft verloren geht. Die Feststellung ist völlig richtig, das untertragen wir mit. Doch Korrektur, wir haben es gehört, ist schwierig und langwierig. Die Spuren von der Vergangenheit sind die Einschränkungen von heute. Das merkt man im vorliegenden Entwicklungskonzept auch an. Es wird viel versprochen, aber kaum etwas umgesetzt, das direkt der Bevölkerung einen konkreten Nutzen gibt. Einzig der Pop-up-Park bei der Werft richtet sich konkret an die Bevölkerung. Sonst werden viele Studien gemacht, ein paar Parkplätze abgebaut und die Brutinseln ökologisch aufgewertet. Der Output ist einfach ein bisschen dünn und trotz Partizipation auch für viele Bewohnerinnen und Bewohner bis jetzt enttäuschend. Ins ernüchternde Bild aus Sicht der FDP passt auch die pitoyable Erkenntnis vom Stadtrat, dass er die Initiative «Lebendiges Inseli» gar nicht kann umsetzen, so wie er versprochen hat. Vor dem Hintergrund vom ungelösten Carparking-Problem und der ungewissen zukünftigen Einschränkungen vom Projekt Durchgangsbahnhof fehlt der FDP der Glaube, dass sich das Umsetzungstempo und der konkrete Nutzen für die Bevölkerung in den nächsten Jahren markant verbessert. Aus diesem Grund können wir den vorliegenden Bericht und Antrag nur mit bloßer Kenntnisnahme bewerten. Als nächstes ist der Jonas Studhalter von der Jungen Grünen. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Anwesende, geschätzte digital Anwesende. Die Fraktion der Grünen und Junggrünen ist grundsätzlich mit der Gesamtplanung vom linken Seeufer sehr einverstanden. Die Seite vom See ist prägt durch Freiräume, ganz viele Erinnerungen aus der Jugend von Luzernerinnen und Luzerner. Baden, Eis ziehen, sündeln, selber geschuld, wer auf diesem Gebiet nicht seinen ersten Joint angezündet hat. Und als so ein Teil der Stadt wird unsere Fraktion das linke Seeufer auch erhalten. Und weil das Entwicklungskonzept sich da mit unserer Vorstellung deckt, wollen wir das auch zustimmend zur Kenntnis nehmen. Teils gehen Projekte weit in die Zukunft und sind erststaffige Idee, aber das ist teils auch in Ordnung. Die Mühlen der Politik mahlen langsam. Wo es uns aber definitiv zu langsam vorwärts geht, ist für die Grünen und Junggrünen in der Umsetzung der Inselinitiative.
Mit der Protokollbemerkung der Baukommission muss Inseli per Anfang 2022 garfrei sein. Auf diese Mühle braucht es definitiv noch ordentlich Wasser. Darum unterstützen wir die Protokollbemerkung der Baukommission geschlossen. Wir wollen nicht noch einen Sommer, wo die Blechlawine das Inseli vollstopft. Wir wollen nicht noch ein weiteres Jahr die Frage, warum schafft es die Politik nicht, die Inselinitiativen umzusetzen. Wir wollen jetzt und wir haben lang genug gewartet. Und es ist ja gar nicht so schwierig, ein Parkverbotsschild hinzutun, that's it. Oder auch zwei, eins links und eins rechts. Oder meine präferierte Methode, einen fetten Stein mitten in die Strasse legen, in der Bruchmatt, wäre erst gerade einer frei geworden. Im Entwicklungskonzept begrüßen wir die geplante ökologische Aufwertung vom Seeufer und den Parkplatzabbau, der Aufschütte entlang, für eine richtige Fußgängerinnen und Fußgänger und Velomeilen. Warum die Parkplätze die nicht schon kleiner aufgehoben worden sind, ist mir persönlich ein Rätsel. Aber die Bestandesgarantie wird wohl immer ein Fortschritt und auch mehr der Feind sein. Froh sind wir, dass der Stadtrat beim Apothekergärtli mit der Machbarkeitsstudie etwas konstruktiver vorgehen will. Die de facto Sperrung vom Apothekergärtli mit dem peinlich gescheiterten Projekt Kulturgärtli ist ein weiteres Beispiel, dass der Stadtrat meint, durch Verdrängung irgendwelche Probleme können zu lösen. Maroni-Häusli aufstellen, die gar keine Maroni verkaufen, einfach um die mühsamen Jugendlichen von dort loszuhaben, ist nicht die richtige Methode. Aber ja, wir sind gespannt, was der Stadtrat mit der Machbarkeitsstudie herausfindet. Ich hoffe, das Kulturgärtli war ihm da ein Lehrstück gewesen. Darum unterstützen wir die Protokollbemerkung, dass das Apothekergärtli nach der Neugestaltung 24/7 offen ist, natürlich. Erwähnen lässt sich natürlich auch noch, das ist nicht ganz fair, der Sonja gegenüber, die sich jetzt nicht mehr dazu äußern, wie unkritisch der Stadtrat populistische Motionstitel in eine B und A reinnimmt, nicht nur zitiert, sondern selber auch verwendet. Bei einem Schmuddelecken denke ich jetzt mehr an einen Kari, der auf dem Stubensessel die Bikini-Fotos von der Nathalie auf Instagram anschaut. Aber vielleicht ist das auch ein Motivator vom Stadtrat, dass wir ein bisschen kreativer sein sollen mit unseren Vorstosstiteln. Martin Merki hat uns vor 3 Wochen auch darauf aufgeklüpft. Darum habe ich meinen viel zu langweiligen Vorstoss namens «Die Uhr am Bahnhofplatz muss ersetzt werden» mit «Vom tristen Kabelsalat zum bahnhöflichen Leuchtturm der Zeit» neu eingereicht. Und der Vorstoss FFFF, freie Fahrt für Flygeis-Velos, folgt in Kürze. In dem Sinn tritt die Fraktion von den Grünen und Jungen Grünen auf der B&A ein, nimmt den Zustimmen zur Kenntnis, schreibt die Motion ab und unterstützt Protokollbemerkungen aus der Baukommission. Für die SP-Fraktion Yannick Gauch. Guten Morgen, geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bedankt dem Stadtrat und den verantwortlichen Personen in der Verwaltung für die Ausarbeitung des vorliegenden B&A. Der Jonah hat schon darauf angespielt, auch wenn man heute kaum mehr von der Schmuddelecke am linken Seeufer reden kann, wie das eben vielleicht 2008 noch in der Fall war, ist das Uferpotenzial an dieser Seeseite noch lange nicht ausgeschöpft. Als urbane Zone an einem stark bevölkerten Gebiet nahe Neustadt und Tripschen kommt im linken Seeufer eine ganz besondere Bedeutung als Frei- und Naherholungsraum zu. Ein Spaziergang an einem sommerlichen Nachmittag visualisiert den hohen Druck auf das Gebiet sehr gut. Das linke Seeufer dient aber nicht nur als Erholungsraum, sondern auch als Veranstaltungsperimeter, Naturschutzzone und als Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Aufschütti, Kanti Alpen G und Richard Wagner. Es erfüllt also eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Funktionen für die Luzerner Bevölkerung und unsere Gäste. Mit dem vorliegenden B&A liefert uns der Stadtrat eine gute Basis mit einem gesamtheitlichen Blick, ohne bereits zu detailliert auf die einzelnen Projekte einzugehen. Zu einem grossen Teil hat man auch sehr Freude an den geplanten Massnahmen und angestrebten Verbesserungen. Speziell hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Idee von einem urbanen Werftplatz oder die angestrebte Aufwertung von der Velo- und Fussachse Alpen G. Weiter begrüßt das SP, dass der abgesteckte Perimeter, der sinnvoll, auch erweitert worden ist. Stichwort Betriebs- und Gestaltungskonzept Tripschenstrasse.
Dass wir jedoch weniger begeistert vom Zeitplan bei der Umsetzung der JUSO-Initiative «Lebendiges Inseli» sind, mag wohl wenig überraschen. Aus Sicht der SP-Fraktion sind die wesentlichen Faktoren und Ansprüche der unterschiedlichen Nutzerinnengruppen längstens, und zwar bereits seit dem Abstimmungskampf 2017, bekannt. Die Bevölkerung hat sich damals für die Aufhebung der Carparkplätze und der Erweiterung des Grünraums auf dem Inseli ausgesprochen. Das ist der Volksauftrag, was jetzt umzusetzen gilt. Die SP und das Initiativkomitee stehen selbstverständlich zu ihrem Wort, dass die Mäss weiterhin einen geeigneten Platz beim Inseli haben soll und dass auch sechs Anhaltemöglichkeiten für die Gars sollen sichergestellt werden. Die Entwicklung auf dem Inseli jetzt aber wieder mit einer Extraschlaufe in Form einer Machbarkeitsstudie zu verzögern, sorgt nicht nur bei uns, sondern auch in der Bevölkerung für Unverständnis. Die Stadt Luzern kann sich es nicht leisten, nach der Bahnhofstrasse Odyssee einen weiteren Bevölkerungsauftrag zu verschleppen. Eine Entwicklung auf dem Inseli muss für die Bevölkerung zeitnah spürbar werden. Nur so fühlen sich die Leute von der Politik auch weiterhin ernst genommen. Klar, eine definitive Umgestaltung vom Inseli ist aufgrund von Ungewissheiten beim Bau vom Durchgangsbahnhof zum heutigen Tag nur schwierig möglich. Aus diesem Grund setzt sich die SP für eine vorübergehende Zwischennutzung auf dem Areal ein. In der Detailberatung werden wir darum einen Auftrag stellen, dass die laufende Machbarkeitsstudie abgebrochen und der dafür vorgesehene Geldbetrag in eine zeitnahe Zwischennutzung investiert werden. Wir hoffen hier dabei auf Ihre Unterstützung. Grundsätzlich möchte ich nochmals betonen, dass wir mit allen anderen Massnahmen vollumfänglich einverstanden sind und den Beyond Tag grundsätzlich sehr begrüssen. Deswegen wird darum darauf eintreten und ihm zustimmen. Für die CVP-Fraktion, der Peter Gmür. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Eine Testplanung für das linke Seeufer ist mehr als zu begrüßen. Darum bin ich auch sehr gespannt, was da rauskommt. Ich habe leider von dieser Testplanung etwas mehr erwartet. Es etwas mehr Fleisch am Knochen. Ich stelle fest, dass es eigentlich nur um zwei elementare Massnahmen geht. Erstens Parkplatzabbau, zweitens ein Buvette. Und das Zückerli hat man jetzt noch eine ökologische Aufwertung gesagt, die man im Uferbereich macht. Das ist selbstverständlich und meines Erachtens sinnvoll. Warum aber jetzt westlich von der Werft die 28 Parkplätze abgebaut werden und einmal mehr wieder ein Pop-up-Park von etwa 250.000 Franken gebaut wird, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn man schon immer Parkplätze aufheben, warum muss man dann immer wieder einen Pop-up-Park bauen? Auch die Aufhebung der Parkplätze im Alpengeh ist mir eigentlich auch ein bisschen ein Rätsel. In diesem Quartier hat es sehr viele Leute, sehr viele Firmen. Und darum erachte ich es als wichtig, dass zumindest die ihre Parkplätze behalten können. Und zum Inseli, warum einmal mehr wieder eine Machbarkeitsstudie machen für ein Inseli, wenn wir ja genau wissen, dass wahrscheinlich ab dem Jahr 2028, wenn der Mal der Tiefbahnhof kommt, das Inseli sowieso teilweise muss bebaut werden mit dieser ganzen Sache vom Tiefbahnhof. Letztendlich ist der Output von diesem Bericht ein bisschen mager, sehr bescheiden. Ich bin enttäuscht und darum stellt die EVP auch hier den Antrag auf nur bloße Kenntnisnahme. Für die GLP-Fraktion Stefan Segesser. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben zum Titel ja schon einiges gehört. Es ist auch so, da nochmal erfreulich feststellen, dass die Stadt Luzern ja diverse Zentrumsfunktionen hat und dass auch die Jugend aus dem Alter dann gewisse Sachen in Luzern ja kennengelernt hat und dafür geblieben ist. Da hat ja doch das eine das andere gut ergeben. In diesem Zusammenhang möchten wir aber vor allem danken für den B&A. Wo einmal mehr zeigt, wie schwierig das ist, eine Idee wählen, möglichst schnell umzusetzen. A, ist die Idee vom Schmuddelecken schon angetönt worden, nicht ganz einfach zu definieren. Die
Ich bin heute sehr wahrscheinlich romantisch gestimmt, aber es geht ja der berühmte Film aus den 50er Jahren hinter den Gleisen, der spielt in Zürich. Der ist hochromantisierend, von wegen, was arme Leute alles machen können. Und die Gegend ja dort, wo wir heute das linke Seeufer nennen, ist ganz lang Sumpf und ein Gebiet gewesen, wo Leute mit sehr wenig Geld haben müssen wohnen oder hausen. Es gibt ja ganz wenig von diesen Baracken, die stehen. Nichtsdestotrotz, die Stadt hat mit der Umgestaltung und der Begrünung vom Versuch, das Quartier, das ja früher sogar ein Rotlichtmilieu war, aus der von den Motionärinnen beschriebenen Ecke rauszuholen. Und wir finden das bisher Andachte relativ gut. Und was hier in diesem Bericht und Antrag aufgeführt ist, eigentlich auch. Die Diskussion, die sich hier ein bisschen stellt, ist, wie schnell kann denn das überhaupt für sie gehen? Und da ist das, was ich ganz am Anfang erwähnen wollte, man sieht, wie schwierig das ist, auf diesen paar, ja, knapp 1,5 Kilometer irgendetwas in die Hand zu nehmen, was Hand und Fuß hat und möglichst schnell kann umgesetzt werden. Es fährt mit dem Inseli an. Es ist eine Diskussion, kann man einen Schattenachs wenn, wie, wo machen? Soll man Parkplätze aufheben? Ja, nein. Es hat einen Bedürfnis- und Nutzungsdruck. Das eine soll Erholungszone sein, das andere Treffpunkt, das dritte Unterhaltungsmeilen. Es ist nicht ganz einfach, all die verschiedenen Ansprüche unter einen Hut zu bringen, und zwar auf dem kleinen Perimeter. Es wird ganz sicher nicht einfach. Das heisst, es ist auch hier abgebildet, dass man eigentlich Schritt für Schritt vorwärts gehen kann. Grundsätzlich muss man aber herausheben, dass der Partizipationsprozess, den die Stadt hier angedenkt hat und durchgeführt hat, und die Planung mit den Tests sind wirklich gut sind. Es ist spannend, das zu sehen, schlussendlich ein bisschen mit der Wermut zu rupfen, wie schnell man was lösen kann. Für Fußgänger und Fußgänger sollte ja eine Durchgängigkeit angestrebt werden. Transparent vom Ufer, vom Quartier, sollte also durchlässig sein für die Bevölkerung. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang auch den Sporn, die Umnutzung von dem Sporn, von der technischen sogenannten, dass man dort wieder einmal mehr unsere Hafenstadt kann betonen und B, dann auch das ein bisschen technische und industrielle Flair kann quasi in Besitz nehmen. Wir sind eigentlich wirklich zufrieden, was die Testteams hier rausgeholt haben, was man alles machen kann. Wie gesagt, das ist von der Grünzone, Schattenachse, der Werkhofstrasse als zentrale Erschliessungsachse, möchte ich hier nochmal betonen, mit dem sind wir voll einverstanden. Die Unterteilung der Nutzungen grundsätzlich auch, sehen wir aber als wirklich problematisch an. Die Diskussion ums Inseli ist bei uns auch immer wieder kontrovers geführt. Wir finden, eigentlich hat die Bevölkerung die Initiativen angenommen und wir haben das vorgängig schon erwähnte Thema Bahnhofstrasse, die lange Umsetzmöglichkeit, und das kann es eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite steht der B&A Rössli Matt vor der Tür. Nicht einfache Diskussion, soll man noch ein Jahr warten oder nicht. Trotz allem ist für uns aber noch ein Thema zum Inseli natürlich irgendwie die Vision, dass das Inseli vollständig freizulegen ist. Fehlt uns. Natürlich ist klar, dass der Durchgangshallenhof sollte kommen und sehr wahrscheinlich Anspruch haben auf das Inseli und auf die Umgebung von dem Inseli. Trotzdem ist es für uns wichtig, dass man die Behauptung von dem Inseli als Freiraum muss machen und die Behauptung von dem Inseli, dass es wirklich wieder ein Inseli wird, sollte auch gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist für uns so, dass wir eigentlich die Machbarkeitsstudie, auch wenn es viel gibt in dieser Stadt, eine Fehlidee finden, wenn man sie jetzt abbricht und einfach auf eine Zwischennutzung umsteigt. Grundsätzlich sind Zwischennutzungen gut, aber da geht es mehr, beim Inseli geht es mehr als um eine Zwischennutzung. Wir müssen eine Behauptung haben, um das Inseli frei zu behalten, wenn die Ansprüche rund um einen Durchgangsbahnhof dann tatsächlich für uns zukommen. Kurzum, es gibt noch diverse Diskussionen nachher, wenn wir eingetreten sind, zu den diversen Protokollbemerkungen hin und her. Dort werden wir uns dementsprechend äußern. Im Moment ist für uns klar, wir werden dem Bericht und Antrag zustimmen und zur Kenntnis nehmen. Danke. Dann noch für die SVP-Fraktion, der Patrick Zibum.
Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bericht und Antrag geht auf einen Vorstoss zurück aus dem 2018 mit einem in meinen Augen fragwürdigen Titel, nämlich mit dem Wort Schmuddelecke. 2008 war etwa das Jahr, in dem ich selber angefangen habe, auch in das Gebiet zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe das Gebiet wie der Jona nie wirklich als eine Schmuddelecke empfunden. Damit hat sich es aber wahrscheinlich mit den Gemeinsamkeiten mit dem Jona. Im Bericht und Antrag wird auf die 7 Teilprojekte eingegangen und mit einigen davon sind wir durchaus auch einverstanden, zum Beispiel mit der ökologischen und landschaftlichen Aufwertung. Für uns ist unbestritten, dass dort der Handlungsbedarf besteht und dass es durchaus Möglichkeiten für Verbesserungen für zum Beispiel Wasservögel oder für Biodiversität gibt. Was wir aber definitiv nicht unterstützen können, ist der bereits mehrfach erwähnte und in unseren Augen massiv unverschämte und unnötige Parkplatzabbau. Es wird mit einer Schattenallee und mit einer Veloschnellroute oder mit einer Veloverbindung argumentiert. Bereits jetzt ist dort allerdings eine Schattenallee mit grossen Bäumen und das Miteinander zwischen Velo und Auto funktioniert aus unserer Sicht tipptopp. Ich sehe nicht, wo man dort noch mehr Bäume herstellen können herstellen. Und ich glaube, der Platz für Velo und Autos ist ausreichend. Wir wollen, dass das Gebiet als Naherholungsgebiet für alle erreichbar ist und erreichbar bleibt. Und nicht nur für die veloaffinen, linksgrünen Velofahrer. Familien und gebrechliche Personen sollen auch weiterhin das Gebiet können erreichen. Es soll, wie gesagt, für alle erreichbar sein. Der Plan ist einmal mehr ein Kampfansage aufs Auto und das befürworten wir bekanntlich nicht. Ebenfalls lehnen wir, wie bereits hinlänglich bekannt ist, Pop-up-Parks ab. Insbesondere der bei der Werft jetzt in dem Fall. Zu den anderen Sachen kommen wir dann noch, hoffentlich, je nachdem wie schnell wir vorwärts kommen. Die Aufschütte ist ein grosses Gebiet, die braucht es sicher nicht so einen kleinen Platz, also der wird wahrscheinlich ein Schattendasein führen. Aber es passt natürlich dazu, zum Stadtrat und zu der Verwaltung, dass man auf Biegen und Brechen das Konzept von Pop-up-Parks durchführen und als Erfolg verkaufen. Aber es ist aus unserer Sicht halt leider kein Erfolg. Es wird nicht gebraucht und es soll, und das will man sich nicht eingestehen. Zu der ausführlichen Diskussion kommen wir, wie gesagt, dazu dann hoffentlich noch. Bei den Parkplätzen geht es nicht nur um Flächen, die man abbauen will, sondern es geht auch um Einnahmen, konkret um rund 2,2 Millionen, die halt durch Parkgebühren künftig nicht mehr eingenommen werden sollen. Und das für kaum spürbare Verbesserungen für die Leute, weil es ist gemessen am gesamten Perimeter eine relativ kleine Fläche, die dort frei würde. Über die diversen Protokollbemerkungen werden wir wahrscheinlich noch ausführlich diskutieren. Insbesondere das garfreie Insel oder beziehungsweise die Protokollbemerkung dazu sehen wir sehr kritisch. Der angestrebte Zeitplan ab nächstem Jahr, also in rund 3 Monaten, ist sehr, sehr straff und in unseren Augen auch nicht unbedingt zielführend. Wir werden dazu noch einen Bericht und Antrag in absehbarer Zeit diskutieren und dort dann die Diskussion können führen und schauen, ob es das überhaupt braucht. Aus unserer Sicht braucht es definitiv nicht, solange keine Alternativen vorhanden sind. Wir treten damit ein, werden aber einen Antrag auf ablehnende Kenntnisnahme stellen. Nach allen Fraktionssprecherinnen und Sprecher, männlich, gebe ich das gerne der Manuela Jost für den Stadtrat. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, danke für die Eintretensvoten. Das Entwicklungskonzept ist für den Stadtrat, und ich habe auch da keinen grossen Widerspruch gehört, letztlich eine wichtige Basis für die nächsten Schritte in Richtung Aufwertung von dem Seeufer. Es ist für den Stadtrat, auch für das Parlament, das linke Seeufer hat eine Qualität, die
mit dem Entwicklungskonzept, auch mit dem Zielbild, auch sehr bestätigt worden ist. Einer der Grundsätze, die das Beurteilungskriterium ja auch hat vorgehoben, nämlich das auf der einen Seite urban-industrielle, auf der anderen Seite das naturnähe, das Ineinanderspielen von diesen zwei Qualitäten. Das hat sehr stark schon und das wollen wir auch so erhalten. Auch die anderen Grundsätze sind durchaus wichtig und auch unterstützungswürdig in den weiteren Schritten. Sei es das eben die Grün- und Veloachse vom Alpengehege, die wir realisieren wollen, die stadtklimatischen Massnahmen, Werkhofstrasse als Erschliessungsachse oder eben der sogenannte Werfplatz im Sinne des Arbeitstitels, den wir dort als Begegnungsort realisieren wollen. Ich habe gleich so ein bisschen müssen staunen, weil es heisst, wir haben nicht mehr als zwei Massnahmentypen. Das eine ist der Parkplatzabbau, das andere ist die Büvette. Ich glaube, wenn man es genau anschaut, wir haben sieben Massnahmen und davon hat es sehr wohl der SVP-Sprecher jetzt auch gerade erwähnt. Wir haben viele auch ökologische Aufwertungsmassnahmen drin. Wir haben die ganze Erschliessungsfrage, die eine wichtige Massnahme auch wird sein. Also es geht jetzt da nicht nur um Parkplatzabbau, das ist natürlich auch ein Thema, aber es hat durchaus auch noch andere Fragen. Und das Thema, dass es vor allem ein Mehrwert für die Bevölkerung soll sein, auch das ist im Stadtrat wichtig gewesen, eines von den Kriterien, wo wir gemeinsam in diesen Workshops zusammen mit den Jugendlichen, mit den Kindern und mit den Erwachsenen auch haben besprochen. Die sieben Massnahmenvorschläge kommen ja vor allem eben genau von der Bevölkerung her. Es ist nicht so, dass wir das irgendwie selber ein bisschen hätten definiert, sondern der Wunsch von der Bevölkerung, dass auch etwas ein bisschen muss, greifbar sein, ein Mehrwert sein, ist halt eben auch ein Pop-up-Park. Das war ein ganz klares Statement. Ist auch eine Grünachse, aber auch die ökologischen Aufwertungen, die wichtig waren. Das haben wir alles von dort auch mitgenommen. Dass wir auch Synergien schaffen mit bereits bestehenden Projekt und die rasche Umsetzbarkeit. Natürlich, es ist nicht immer alles morgen möglich. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit gebraucht, aber die erste Massnahme sind wir ja bereits am Umsetzen bei der Brutinsel, bei der Kante Alpen G und die nächsten Folgen ja bereits nächstes Jahr. Also von dem her, ich glaube, die sogenannte rasche Umsetzbarkeit nehmen wir sehr ernst und versuchen dort auch vorwärts zu machen. Ich möchte gleich noch zwei, drei Sachen zu den verschiedenen Massnahmen sagen. Wie gesagt, die ökologische Aufwertung vom Seeufer und von der Flachwasserzone, da haben wir bereits angefangen, das läuft und das kommt auch sehr gut an. Die Frage von diesen 28 Parkplätzen auf dem technischen Sporn, die sollen abgebaut werden, die hier erwähnt ist worden und auch kritisiert ist worden, auch das, dort den Pop-up-Park zu erstellen, wo der genau situiert wird, wird man jetzt noch abklären, aber das ist ganz klar ein Bedürfnis aus der Bevölkerung, dass wir dort einen Raum würden schaffen, ein bisschen niederschwelliger etwas könnte realisieren. Dann das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Triebsche Strasse, das wir auch erarbeiten. Auch das hat weder mit der Büvette zu tun, noch mit Parkplatzabbau. Auch das war ein wichtiges Thema bei der Bevölkerung, dort den Lebensraum auch entlang von dieser Strasse in einem gewissen Sinn auch aufzuwerten. Zum Kulturgärtli, Apothekergärtli, ich gebe Sprecher von der, von der Grünen und Jungen Grünen recht. Wir haben gehofft, die Ateliers werden ein bisschen besser genutzt, wenn es mal der einzige oder ein paar wenige Tage es war ein bisschen heiss, im Sommer war es zu heiss, dort etwas zu machen. Wenn es geregnet hat, war es auch nicht ideal. Und von dem her haben wir gemerkt, es ist alles ein bisschen schwierig zu bespielen gewesen, aber manchmal muss man auch einen Versuch machen, schauen, wie kommt es an, wie nimmt die Bevölkerung das auf. Und darum haben wir gesagt, das war ein sinnvoller Versuch gewesen. Die Machbarkeitsstudie die startet jetzt nächstes Jahr. Und da wollen wir dann schauen, wie das Apothekergärtli besser zugänglich rund um die Uhr sozusagen und auch die Sicherheit vor allem verbessert wird dort. Darum tut ja der Stadtrat dieser Protokollbemerkung die auch nicht die unterstützen, nicht opponieren. Dann zum Alpen-G, wo soll grüne Fußgänger- und Veloverbindung werden. Da ist die Frage, wie der Baumbestand, das klären wir ab, wie viel mehr Grünraum und Bäume dort können bestehen. Parkfelder werden abgebaut, wie viel das genau werden sie, wissen wir auch nicht im Detail, das werden wir noch klären. Wichtig ist es aber auch, dass für die Anwohner selbstverständlich, für das Gewerbe, aber auch für die Club nach wie vor Parkplatzmöglichkeiten bestehen. Und das werden wir im Detail genauer anschauen.
Die Frage vom neuen Platz, eben Arbeitstitel Werkplatz, wie wir gesagt haben, auch das werden wir relativ schnell angehen. Da werden wir eine Vorstudie machen, um mögliche Varianten können aufzuzeigen. Die Protokollbemerkung, dass wir auch noch den Schotterplatz nebendran frei machen, also aufheben Parkplätze dort, das ist eine Protokollbemerkung, die der Stadtrat ablehnt. Wir sind einfach der Meinung, im Moment werden die Parkplätze gebraucht, es ist einfach nicht verhältnismäßig, ist nicht sinnvoll. Es ist sowohl der Motorboothafen, das SNG, wie das Gewerbe, wo die Parkplätze im Moment noch brauchen. Wie das in der Zukunft aussieht, ist eine andere Frage, aber zum jetzigen Zeitpunkt erachtet das der Stadtrat als nicht sinnvoll. Und jetzt komme ich natürlich zu dieser Massnahme, die meistens zu diskutieren gibt. Das ist das Inseli, wo zu lang geht. Für die meisten, dass wir es nicht jetzt schon als reine Grünzone, also gar frei haben. Das ist ein langer Prozess, es ist ein komplexer Prozess. Ich glaube, wir haben das verschiedentlich auch versucht zu erklären. Wir hätten gerne gerade mit einem Wettbewerb gestartet, aber wir haben einfach auch intern gemerkt, die verschiedensten Stellen, die hier dran sind, die verschiedensten Interessen, die daran gebunden sind, dass es nicht klar ist, weil es ist der Gestaltungsspielraum, der Handlungsspielraum, den wir haben, der dringend nötig ist, um überhaupt einen Wettbewerb zu machen, sonst macht es einfach keinen Sinn. Und die Machbarkeitsstudie, die ist praktisch jetzt abgeschlossen. Es macht einfach keinen Sinn, jetzt die Protokollbemerkung, die jetzt da nochmal gestellt oder wird gestellt werden, dass wir die soll abbrechen und das Geld anders brauchen. Da liegen erste Resultate nach den Herbstferien vor, bereits jetzt. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Grundlage, um dann aufzuzeigen, wie gehen wir konkret planungsrechtlich dort jetzt weiter, machen wir jetzt noch einen Wettbewerb, was ist der Handlungsspielraum? Also da liegen die Resultate praktisch schon vor, da sind wir relativ weit fortgeschritten. Dann Protokollbemerkung, dass ja, das schon ab in 3 Monaten ist gesagt, oder der 1.1.22 keine Gars mehr dort sollen sein. Da ist einfach der Stadtrat der Meinung, wir haben dem Volk etwas versprochen, wo wir in die Abstimmung sind. Und wir haben gesagt, das Stinseli wird erst garfrei, wenn wir eine Lösung haben für die Gars. Die haben wir leider bis jetzt nicht gehabt, haben auf Hochdruck geschafft. Es ist erwähnt worden, der Bericht und Antrag liegt jetzt vor von dieser Lösung in der Rösslimatt. Und es ist einfach nicht realisierbar, vorher auf 1.1.22 das umzusetzen. Zumal, wie gesagt, wir haben das Bevölkerung dann versprochen, im Abstimmungsbüchlein, wir haben das verschiedentlich gesagt, dass wir zuerst eine Lösung haben wollen. Und ja, es hat jetzt halt ein bisschen länger gedauert, aber wir haben jetzt eine auf 1.1.23 mit der Gars weg. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit dieser Corona-Situation, wie viele Gars überhaupt nächstes Jahr noch da sind, wissen wir auch nicht. Wenn gar keine kämen, wäre es auch wieder kein Problem. Aber im Moment brauchen wir dort noch die Garalterplätze und gewisse Parkplätze. Aber da werden wir ja dann nachher noch drauf kommen. Es ist dann noch eine Protokollbemerkung, die ja gestellt ist worden, auch nicht ein neues Thema, da mit der Buslinie 21, die man hinten durch sollte führen, nachvollziehbar als Thema, aber auch dort, ich glaube, es macht Sinn, dass in den laufenden Arbeiten im Projekt Bus 2040, wo jetzt der VVL ja gestartet hat, wo geklärt wird, auch im Zusammenhang mit den verschiedenen verkehrlichen Änderungen, die mit dem Durchgangsbahnhof werden entstehen, macht es Sinn, hintendurch oder inwiefern soll hintendurch eine Buslinie erfolgen. Und darum lehnt der Stadtrat die Protokollbemerkung ab, nicht weil er dagegen ist, das anzuschauen, sondern weil wir es im Rahmen eines anderen Projekts, nämlich im Bus 2040, werden abklären. Der Stadtrat dankt, wenn dem Entwicklungskonzept zustimmend zur Kenntnis genommen werden kann und wir mit den nächsten Massnahmen, der Umsetzung der Massnahmen, auch weiterfahren können. Merci. Ich stelle fest, wir sind eintreten, es hat keinen Nicht-Eintretensantrag gegeben. Wir gehen kapitelweise vor. Kapitel 1, Ziele des Stadtrats, Seite 7. Kapitel 2, Ausgangslage, Seite 8. Kapitel 3, Testplanung, linkes Seeufer, Seite 13. Jetzt sind die Unterkapitel rein. 3.1, Bedeutung und Perimeter. Und 3.2, Erkenntnisse aus der Testplanung, linkes Seeufer. Der Baukommissionspräsident Rieska Domann, du hast das Wort. Danke vielmals, sehr geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Baukommission beantragt folgende Protokollbemerkung. Die Umleitung der Buslinie 21 mit Anschluss auf Schütti, Alpen G, Eisfeld wird geprüft.
Die Protokollbemerkung ist mit 6-4 Stimmen bei einer Enthaltung überwiesen worden. Ihr habt vorne gehört, der Stadtrat opponiert dieser Protokollbemerkung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sonst stimmen wir gerade darüber ab. Wer stimmt der Protokollbemerkung von der Baukommission für die Umleitung von der Buslinie 21 zu? Zeigt das bitte mit Handerheben. Wer lehnt das ab? Okay, dann mal halt auszählen, sorry. Ich bin noch ein bisschen näher von dort hinten und hatte mir irgendwie einen besseren Blick gehabt als von da vorne, komischerweise. Danke. Wer dieser zustimmt, zeigt das bitte mit Handerheben. Wer dagegen ist, zeigt das bitte mit Handerheben. Ihr habt dieser Protokollbemerkung 24-22 zugestimmt. Danke. Wir gehen weiter, wieder zurück in B&A. Wir sind Kapitel 4, Entwicklungskonzept, Seite 16, 4.1, Bedeutung und Perimeter, dann 4.2, Erkenntnisse aus der Mitwirkung, dann 4.3, Zukunftsbild, 4.4, Umsetzungsstrategie, Seite 18, und da hat es eine Protokollbemerkung von der Baukommission, Rieske Dommann. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, die Baukommission beantragt folgende Protokollbemerkung. Spätestens nach der Umgestaltung soll das Apothekergärtli wieder rund um die Uhr zugänglich sein. Die Protokollbemerkung ist in der Baukommission einstimmig angenommen worden. Und der Stadtrat opponiert nicht. Dann, und ich sehe keine Wortmeldungen, dann stimmen wir gerade ab. Wer stimmt der Protokollbemerkung betreffend Apothekengärtli zu? Zeigt das bitte mit Handerheben. Das ist ein eindeutiger Sachbruch, kein Gegenmehr. Danke, die Protokollbemerkung ist zugestimmt. Dann haben wir wieder die Baukommission. Rieske Dommann, bitte. Die nächste Protokollbemerkung der Baukommission lautet: In Zusammenarbeit mit PrivateigentümerInnen werden grosszügige Dach- und Fassadenbegrünungen geplant. Die Protokollbemerkung ist mit 6-4 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen worden. Der Stadtrat opponiert nicht. Ich habe gesehen, Patrick Zibum von der SVP, du hast das Wort. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SVP-Fraktion stellt den Ablehnungsantrag. Wir sind der Meinung, dass das Gebiet bereits genügend begrünt ist. Ich habe das im Eintretensvotum gesagt. Es gibt grosse Bäume, es gibt grosse Flächen. Und dass wir jetzt da den Privaten bzw. bei den Gebäuden reinreden, finden wir, ist nicht nötig, braucht es nicht und muss abgelehnt werden. Ich sehe keine weitere Wortmeldung. Entschuldigung, Jonas Studalter von der Grünen. Ja, es zeigt sich durchaus eine gewisse Ironie, wenn man vorher die ganze Zeit betont, wie wichtig das Stadtklima ist und Entsiegelung ist. Und dann, wenn es um konkrete Massnahmen geht, findet man das ein bisschen unnötig. Ich glaube, das ist jetzt ein kleines Beispiel, wie eine Stadtklimainitiative oder der Gegenvorschlag kann umgesetzt werden und eine befreundete Unterstützung von dieser Protokollbemerkung. Sehe keine weitere Wortmeldung, dann stimmen wir ab. Wer unterstützt die Protokollbemerkung von der Baukommission bezüglich die in Zusammenarbeit mit PrivateigentümerInnen werden grosszügige Dach- und Fassadenbegrünungen geplant? Wer ist dagegen?
dann haben wir das Votum von vorne, es ist angenommen worden. Wir gehen weiter im Text, wir sind Kapitel 5, Umsetzungsprojekte, Seite 21, 5.1 Übersicht, 5.2 Details und da haben wir zum C auch Protokollbemerkung Rieska Domann. Geschätzte Frau Präsidentin, die Baukommission beantragt folgende Protokollbemerkung. Das Insoli ist ab dem 01.01.2022 bis auf 6 Anhalteplätze grundsätzlich garfrei. Die Protokollbemerkung ist mit 6-5 Stimmen überwiesen worden. Wie wir vorhin gehört haben, opponiert der Stadtrat Adrian Borgula. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben Sie im Eintreten schon gehört, das war ein Teil von der Volksabstimmung, dass man gesagt hat, und in dem Sinne ist das auch Volksauftrag, dass man gesagt hat, wir spielen jetzt frei, wenn wir eine alternative Parkierungsmöglichkeit haben. Mit Corona haben wir dort nicht gerechnet und wir wissen nicht, wie die Entwicklung im nächsten Jahr dann weitergeht. Es wird nicht möglich sein, so abzusperren, dass man nur da Halteplätze, das muss man dann separat wirklich planen. Wir sind ja im Rahmen der Machbarkeitsstudie dran, zu überlegen, wo denn die Anhalteplätze werden sein. Jetzt einfach abspielen und sagen, aber die nur anhalten, dürfen drauf, das dürfte relativ schwierig umsetzbar sein. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn wir das umsetzen. Das heisst, es wird, wenn der Garverkehr wieder zunimmt, dann haben wir einfach Parkierung in den Quartieren, weil wir die Alternativen noch nicht haben. Und der Stadtrat hat lang, das wissen ihr alle, der Stadtrat hat lang gesucht. Wir haben zuerst mit dem Brühl Moos versucht. Dort war aber das Parlament und die Anwohnerschaft dagegen gewesen. Dort hätten wir eigentlich den Ersatz gehabt. Dann haben wir das müssen zurückbuchstabieren und andere Lösungen suchen. Wir sind im Hinterschlund unterwegs gewesen. Das hat uns dann das Gemeindeparlament von Kriens verhindert. Und jetzt sind wir, da haben wir jetzt ja den B&A Rösli-Matt, wo wir jetzt ins Parlament bringen, wo wir davon ausgehen und hoffen, dass der euch dann wird durchkommen und dann können wir das realisieren und dann sind wir ungefähr auf Anfang, wenn nicht irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, ungefähr auf Anfang 23 parat. Und das wäre der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, ab dann kümmert sich dann auch die Stadt um eine Zwischennutzung. Und von dort her empfiehlt der Stadtrat, die Protokollbemerkung abzulehnen. Wortmeldung von Yannick Gauch, SP. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, lieber Stadtrat, das, was jetzt gerade Adrian Borgola gesagt hat, das ist einfach das, was der Stadtrat gesagt hat. Also das war nie irgendwie Teil vom Initiativtext oder vom Argumentarium der Initiantinnen und Initianten, sondern das ist einfach der Vorschlag, wie der Stadtrat dieser angenommenen Initiative begegnen möchte. Von uns aus hat sich eben auch die Ausgangslage geändert. Also seit 2 Jahren, ich glaube, jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt durchläuft, sieht, seit 2 Jahren stehen die Garparkplätze leer. Es ist nicht nur das Inseli, es sind auch der Schwanenplatz und der Löwenplatz. Die Ausgangslage die ist natürlich damals niemandem bekannt gewesen, aber es ist durchaus berechtigt, jetzt auch auf das einzugehen. Und dementsprechend, seit 2 Jahren steht dort kein Gar, seit 2 Jahren ist dort nichts passiert. Und darum ist es zwingend, dass man jetzt dort den Druck erhöht. Und darum bitte ich doch um die Überweisung von dieser Protokollbemerkung. Adrian Borgola. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die letzte Aussage, seit 2 Jahren stehen dort kein Gar, die trifft nicht zu. Es nimmt wieder zu, es stehen dort regelmässig Gar, es gibt wieder Reisen, es gibt Fernreisen, es gibt Reisen ab Luzern, also so absolut, es stehen dort kein Gar, trifft es nicht zu. Das hat im Frühling 2020 zugetroffen, aber jetzt nicht mehr. Es nimmt zu, auch auf dem Leuenplatz nimmt es wieder zu. Wir wissen einfach nicht, was nächstes Jahr passiert. Ich sehe keine weiteren Worte. Ah doch, sorry, Jonas, du da. Dankeschön. Ich finde, man müsste schon einmal ins Feld führen. Der Stadtrat sagt, man kann die Protokollbemerkung nicht umsetzen, weil man hat ja keine Alternativparkplätze für Garparkplatz. Es steht nie festgeschrieben, wie viele Gar-Anhalteplätze und Parkplätze in der Stadt Luzern müssen. Das ist ein parlamentarischer Entscheid. Und der parlamentarische Entscheid ist, so wie es mir jetzt scheint, dass es
die 26, die es dort gibt, für das nächste Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Einfach, dass wir schnell bewusst sind, wir müssen dort keinen Garparkplatz zur Verfügung stellen. Und ich bin auch nicht ganz einverstanden, wenn Adrian Borgula sagt, es ist dann schwierig zu überprüfen, ob dort nicht parkiert wird, wenn es Anhalteplätze hat. Also auf einem Schwanenplatz schaffen wir es auch. Und es gibt ja ganz viele Orte in dieser Stadt Luzern, wo zwar das Parkverbot ist, aber kein Anhalteverbot. Und dort ist es auch möglich. Also ich glaube, an dieser Umsetzung scheitert es jetzt wirklich nicht. Schülgut, Gelpi. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde sehr gerne dieser Protokollmerkung eigentlich zustimmen, da ich ein Brandkind bin von dieser Umgestaltung der Bahnhofstrasse. Damals, vor 10 Jahren, haben wir noch Witz gemacht im Parlament, so nach dem Motto, 10 Jahre wollen wir nicht warten. Jetzt warten wir 10 Jahre. Meine Frage ist aber, wenn jetzt SP Grüne ja höhere Motivation hat, dieser Protokollmerkung zuzustimmen, was ist denn eure konkrete Alternative? Also euer Stadtrat sagt, es gibt keine Alternative. Was ist denn die Alternative? Wenn denn der Tourismus wieder kommt, vielleicht kommt er nicht, wer weiß es, dann kommt dann einfach ein Postulat von eurer Seite, das heisst, Parkplätze zu schaffen. Oder so. Also einfach konkret, was ist denn eure Antwort, wenn der Stadtrat sagt, es gibt keine Alternative? Dann sind wir irgendwie relativ planlos unterwegs, wenn wir jetzt dieser Protokollbemerkung zustimmen. Peter Gmür, CVP. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe jetzt die Motivation auch nicht ganz. Der Adrian Borgula hat so ganz klar gesagt, es geht nicht. Jetzt gibt es einen Prüfauftrag und nachdem heisst es geht nicht. Also hat es sich eigentlich erledigt gehabt. Abgesehen von dem haben wir ja, glaube wenn ich mich nicht recht irre, einen Plan. Im 23. wird im Bezirk Kriens Parkplatz erschaffen für die Garen. Und jetzt muss man halt ein Jahr warten. Und ich erinnere gerne noch einmal daran, nach der Abstimmung hat der Stadtrat gesagt, dass Insel kann erst frei gemacht werden, wenn es einen adäquaten Ersatz gibt. Und der wird etwa in 3/24 wird auch vorhanden sein. Und ich bin im Gegensatz zu meinem Vorredner eigentlich wieder eigentlich ganz happy, dass wieder Garen kommen, dass wieder Touristen kommen, dass wieder ein bisschen Farbe in die Stadt geht, dass wieder ein bisschen Leben in die Stadt kommt. Und ich hoffe ja bei Gott, dass es wieder ein bisschen losgeht mit mehr Leuten, mit mehr Action, mit mehr Lebensfreude. Janik Gauch von der SP. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen schon festhalten, also wir hier innen und die Bevölkerung, wir machen die Regeln für den Garverkehr und nicht der Garverkehr macht die Regeln, wie sich die Bevölkerung zu verhalten hat. Und vielleicht wäre genau aus dem Grund auch jetzt eine gute Gelegenheit, wo eben die Gärten nicht rum sind, dass wir jetzt Spielregeln aufstellen und sagen, wenn sie zurückkommen, ist dort der Parkplatz weg. Es hat noch 6 Anhaltekanten, wo man kann einsteigen kann, wenn man auf Rusti Europapark geht, aber grundsätzlich wird dann dort nicht mehr parkiert und fertig, Schluss. Adrian Borgula war zuerst. Es ist gut, Andreas Felder. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, eben auf die Aussage, wir als Parlament machen die Parkplätze, die Bevölkerung hat abgestimmt. Ich war damals noch im Parlament, ich habe jetzt aber hier den B&A gefunden. Und ich meine, der Staat damals zur Initiative überwiesen worden mit Protokollbemerkungen. Und eine heisst, Voraussetzung für den Start einer Zwischennutzung ist die Inbetriebnahme einer adäquaten Ersatzlösung für die Carparkierung und Carparkplätze. Entschuldigung, jetzt habe ich es langsam. Und das war auch so im Abstimmungsbüchlein. Und ich wollte jetzt da nicht die formelle Schiene reiten, aber ich finde es jetzt doch ein bisschen lustig, wenn man im Rahmen von einer Protokollbemerkung jetzt hier durchdrücken, dass man dort sämtliche Parkplätze aufhebt, obwohl von mir aus gesehen eigentlich der Konsens im Parlament und das, was der Bevölkerung vorgelegt worden ist, immer klar und deutlich hervorgehoben worden ist, dass man ein Ersatzkonzept wird erstellen und, wie es mein Vorredner von meiner Fraktion bereits gesagt hat, dort auch etwas auf dem besten Weg ist. In dem Sinn werde ich sicher die Protokollbemerkung ablehnen. Schülgut von der GLP. Ja, geschätzte Janik, aber das ist jetzt sehr Kopf in der Sandpolitik, oder? Also, wenn du sagst, ja, wenn die Gare kommen, ist das halt nicht unser Problem. Also einfach ganz konkret, ich habe eine Frage an dich,
wenn dann nächstes Jahr wieder täglich 20, 30, 40, 50 Jahre kommen, was machen wir? Dann sagst du einfach, ja, geht mich nicht an. Das ist doch keine Lösung, das ist doch keine Politik. Einfach ganz konkret, was machen wir, wenn es März, Februar, März, April wieder losgeht, sagen wir einfach, ja, ist nicht unser Problem. Das ist doch keine Politik. Zuerst war noch der Patrick Zibon von der SVP-Fraktion. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist im Eintreten von der Grünen gesagt worden, ja, mit einem Stein und zwei Schildern sei es dann einfach gemacht, aber das ist es halt einfach nicht. Die Stadt Luzern ist auf den Tourismus angewiesen, auch finanziell. Die bringen Geld in unsere Stadt, wo insbesondere auch die Linken und Grünen gerne ausgeben. Und auch wir von der SVP, wir schätzen das, wenn die Touristen hoffentlich bald wieder zurückkommen. Und ich wünschte mir da schon ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft, dass man jetzt halt, wie gesagt, noch einmal, halt, ja, es ist unschön, noch einmal ein Jahr muss warten, aber danach dann eine super Lösung hat mit dem, ja, eventuell auf dem Rössli-Matt-Areal. Wir von der SVP, wir sehen das zwar auch ein bisschen kritisch, aber es ist immerhin etwas, wo in Richtung adäquaten Ersatz geht. Und der adäquate Ersatz, der ist im Abstimmungskampf vom Stadtrat erwähnt gewesen und ist auch vom Gegenkomitee erwähnt worden, immer wieder. Und die Bevölkerung hat das gewusst und ich bin überzeugt, die Bevölkerung hat da gewisses Verständnis, weil, wie gesagt worden ist vorhin vom Schül gut, die Lösung ist bis jetzt nicht rum. Und wenn man jetzt die Parkplätze einfach aufhebt, was folgt denn? Was kommt denn nachher? Am Schluss halten die Cars irgendwo an. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch bei den links- und grünen Leuten heißgeliebten Bushaltstellen und verursachen am Schluss einfach ein Chaos. Es ist vorhin gesagt worden, es ist ein Kopf in Sand stecken Politik und wir hoffen wirklich, dass die Protokollbemerkung am Schluss abgelehnt wird. Mario Stübi hat sich gemeldet. Ja, geschätzter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden im, vielleicht noch dieses Jahr über die Klimastrategie hier befinden. Ich habe die über 200 Seiten noch nicht auswendig gelernt, darum behaftet mich nicht darauf, aber ich glaube, beantragt wird dort mitunter der Abbau von 8'000 Parkplätzen in dieser Stadt. 8'000 Parkplätze für Autofahrerinnen und Autofahrer, egal woher sie kommen oder ob sie schon da sind. Da kann man ja das Gleiche sagen, sind ihr wahnsinnig. 8'000 Parkplätze gab, wo sollen denn die Leute parkieren? Aber dort machen wir eben genau Politik. Wir sagen, stopp, der Autoverkehr ist für das Klima nicht das Beste, darum müssen wir ihn einschränken. Wir können jetzt fragen, was ist die beste Massnahme, um das einschränken? Wo sind wir vor allem zuständig? Wo können wir etwas bestimmen? Und bei den Parkplätzen können wir es bestimmen und über das werden wir dann debattieren dort. Genau das Gleiche ist jetzt hier der Fall. Was für einen Gartourismus wollen wir? Wir wollen ihn nicht abschaffen, aber es ist jetzt mal der Zeitpunkt da, um einerseits eine Initiative umzusetzen und zum Ansatz eben auch zu sagen, es muss länger, es muss ohne das Insel gehen. Und das Problem ist eben, dass wir gebrandmarkt sind von der Bahnhofstrasse. Das haben wir schon genug darin diskutiert. Es hat damals erst den Partizipationsprozess gebraucht, da war ja die Initiative vorgesehen. Nachher ist lange nichts gegangen. Dann haben wir mal nachgefragt, du, kommt jetzt die autofreie Bahnhofstrasse? Nachher haben wir einen Vorstoß machen und sagen, ab Ostern ist das jetzt autofrei dort. Nachher hat man die Stadtverwaltung Gas gegeben und so. Dann war noch das mit der LUKB, Verzögerung und so weiter, mit den Einsprachen und so. Es dauert einfach recht lang. Und zum dem Einhalt gebieten, sagen wir jetzt einfach mal, und ab 1.1. in dieser Pandemiephase, wo eben der Garverkehr noch nicht so schnell wieder zurückkommt, machen wir jetzt das Insel dort mal frei von Garparkplätzen. Ich danke für die Zustimmung zu dieser Protokollbemerkung. Janik Gauch von der SP. Ja, so wie ich es verstanden habe, wird der Garparkplatz dort ja in erster Linie eigentlich genutzt für Ausflugsdestinationen, das heisst eben in Europapark oder in Skilager. Darum ist für uns auch klar, dass 6 Parkplätze dort erhalten bleiben, die gerne anhalten können, wo man einsteigen kann und wo man aussteigen kann. Und wenn der unwahrscheinliche Fall eintrifft, dass jetzt plötzlich vom einen Schlag auf den anderen wieder so viel Gas in die Stadt hineinfahren wie vor der Pandemie, was mir jetzt im Moment noch ein bisschen schleierhaft ist, warum das jetzt auf einen Schlag passieren sollte, dann muss ich mir halt vielleicht gezwungen, ein bisschen umzudenken und vielleicht auch wieder andere Ideen in den Vordergrund zurück, wie damals die Idee mit dem VBL-Depot, wo wir nach wie vor daran glauben, mit einer guten und starken Kommunikation auch gegenüber den Reisegar-Unternehmen hat man dort relativ viel herausholen können. Also vielleicht muss man dann halt einfach noch ein bisschen kreativ werden.
werden. Oder vielleicht Ideen, die man schon einmal gehabt, noch einmal frisch prüfen. Jonas Studhalter von den Junggrünen. Ich finde, die bürgerliche Gegenposition hat die Problematik recht gut aufgeführt. Und zwar will man warten, bis man eine Alternative hat. Aber gleichzeitig sagt man, dass auch ein Garparkplatz in der Rössli-Matt in Kriens in der Sternenstadt. Und ich glaube, das ist wirklich das, was die Leute stört. Es ist noch nicht fix. Es ist auch 2023 ist nicht fix, dass wir dann eine Alternative haben. Und ich finde es nicht fair, wie man jetzt mit einem Volksentscheid umgeht, wenn man sagt, wir tun jetzt noch ein bisschen warten und dann noch ein bisschen schauen und es steht sowieso noch in den Sternen. Wenn wir jetzt haben, dann ist der Druck für eine Lösung im Nachhinein auch wirklich da. Und darum finde ich es wirklich wichtig, dass wir jetzt das mal umsetzen. Bei einer Bahnhofstrasse hat das ja den Druck aus dem Parlament auch gebraucht. Das ist ja nachher auch wieder länger gegangen, als das Parlament schlussendlich hat wollen. Darum finde ich es wichtig, dass wir jetzt hier das Zeichen setzen. Mike Hauser von der FDP. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich nichts sagen. Aber jetzt hat es noch schnell überkommen. Ich möchte dem Stadtrat gratulieren, dass es das im Wort steht. Erstens, weil er hat definitiv gesagt, es werde erst das Inseli befreit von Gär oder wie auch immer, dass man das ausdrücken will, wenn eine Alternative rum ist. Er hat jetzt länger gehabt, um die Alternative zu suchen. Sie ist jetzt auf dem Tisch. Ich glaube, sie ist breit abgestützt. Also lassen wir doch die Zeit. Und was mir extrem wichtig ist, die Inseli-Diskussion, da habt ihr auf dieser Seite sicher recht, das ist vom Volk so angenommen worden, aber machen jetzt nicht die 24 Garparkplätze, sondern eine Stellvertreter-Diskussion über den Tourismuswende in Luzern. Und jetzt geht es im Moment darum, dass man die Alternative muss haben, die muss durchs Parlament noch, und ich bin überzeugt, dass das auch wird gelingen. Und dann ist das Inseli im 23 so umgesetzt, wie ihr es eurer Initiative entwählen. Besten Dank. Benjamin Gross von der SP. Da oben leuchtet es. Das ist ein bisschen mein Votum, das ich auch gerne einbringen würde. Also ein bisschen eine Aussicht. Ich höre tatsächlich die Argumente, 12 Monate ist keine lange Zeit. Da könnte man kompromissbereit sein, wieder. Patrick Zibung gesagt hat, das ist alles nachvollziehbar und von der Aussensicht her finde ich die Linke fast ein bisschen starr da jetzt. Und auf der anderen Seite, so als Bürger, der jetzt eben noch, vielleicht noch nicht im Rat war, habe ich jetzt über Jahrzehnte als Velofahrer und als Kinderwagenschiebende, habe ich irgendwie gemerkt, wie die bürgerliche Stadtpolitik das Garfahren einfach hat schleifen. Man hat es einfach genossen, man hat einfach die gerne Plätze einnehmen, die die Leute verärgern. Aus dem heraus, nicht zuletzt, ist vermutlich das Ja zu dem garfreien Insel gekommen. Und auch aus dem heraus verstehe ich die Reaktion, die konsequente Reaktion von meinen linken Kolleginnen und Kollegen. Und ich verstehe auch nicht, warum das gar während dem Warten eine freie Sehsicht haben. Übrigens, nachher später bei den Autos sehe ich es auch nicht. Auch als Anwohner in diesem Quartier verstehe ich nicht, warum die besten Plätze nicht für die Leute, sondern für die Autos reserviert sollen sein. Und um dem Groll Ausdruck zu geben gegenüber dieser verschlammten Garpolitik in den letzten Jahrzehnten, unterstütze ich die Protokollbemerkung gerne. Unterstütze trotzdem Verständnis für die Argumente wegen Starrsinnig. Barbara Irniger von den Grünen. Ich habe eigentlich mehr noch mal eine Frage. Mich tut es immer ein bisschen hin und her pingpongen da zu dieser Sache. Und darum, für mich ist ganz klar, ich bin für die Umsetzung von dieser Initiative. Ich finde das extrem wichtig. Und gleichzeitig geht es mir auch so ein bisschen gegen den Strich zu sagen, wie Manuela Jost hat gesagt, wir sind eigentlich fast fertig mit dieser Machbarkeitsstudie. Und ich wollte hier einfach noch mal nachfragen, was passiert denn jetzt? Die ist gleich fertig, die kommen Resultate raus. Und wie schnell geht es denn nachher wirklich vorwärts? Manuela Jost. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich tue kurz einfach schnell auf die Frage antworten. Die Resultate wird der Stadtrat im November diskutieren, jetzt da rauskommen. Was ist genau der Spielraum, wie sieht es aus und wird dann der Entscheid treffen. Wir werden
sicher auch noch die Kommission entsprechend informieren, entscheiden, treffen, welche Richtung geht es jetzt. Braucht es einen Wettbewerb? Gibt es eine Studie? Was ist das Instrument? Aber bis jetzt haben wir einfach den Gestaltungsspielraum noch nicht definitiv auf dem Tisch gehabt. Das werden wir sehen im November. Und dann wird der Entscheid gefällt. Wir werden euch informieren, Kommission. Und das wird dann auf nächstes Jahr entsprechend gestartet und umgesetzt. Silvio Bonzanigo. Geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Andreas Felder hat die Bemerkung gemacht und die ist hier bei allen auch festgestellt worden. Die Abstimmungsunterlagen haben genau eine Bedingung aufgeführt. Das war damals bekannt gewesen und die Bedingung die kommt halt jetzt zum Zug. Das mag ein bisschen länger gehen, als es für Einzelne erwünscht ist. Aber ich komme auf das Votum von Mike Hauser zurück. Ich glaube, im Moment ist wirklich alles zu unterlassen, was dem Tourismus, dem künftigen Tourismus, wo wir im höchsten Maß davon abhängig sind, irgend noch ein Kieselstein in den Weg legt. Und das wäre genau das. Wir zwingen wieder die Fuhrhalter zwingen zu improvisierten Lösungen und so weiter. Das darf sich Luzern einfach nicht leisten. Ich bin darum dagegen, dass die Protokollbemerkung überwiesen wird. Diskussion ist erschöpft. Adrian, sorry. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe mich schon länger gemeldet, eigentlich ursprünglich auf das Votum von Peter Gmür, weil er zu Recht gesagt hat, aber er hat etwas nicht ganz korrekt gesagt. Er hat nämlich gesagt, es sei nach der Abstimmung die Bedingung klar geworden. Der Andreas Felder hat es nachher gut ausgeführt. Der Stadtrat ist im Wort und darum muss sich der Stadtrat gegen die Protokollbemerkung wehren. Wir haben das versprochen und in der Vorbereitung zur Initiative ist das auch aus dem Parlament herausgekommen, dass man sagt, die Zwischennutzung kann starten, wenn eine alternative Möglichkeit für die GARS zur Verfügung gestellt wird. Und an dem arbeiten wir. Und darum stört mich eigentlich, wenn man sagt, wenn man zum Schluss kommt, es sei nicht ein fairer Umgang mit einem Volksentscheid. Der Volksentscheid ist ergangen, ist in den Abstimmungsunterlagen erwähnt, ich habe es nicht auswendig, dass die Bedingung oder die Voraussetzung für das Freispielen vom Inseli, von GAR, dass die Voraussetzung ist, wir haben eine Alternative. Und die haben wir haben gedacht, man hätte sie schneller. Ich verstehe alle, die sagen, das ist an der Bahnhofstrasse lang gegangen. Was ich weniger verstehe, dass wir nichts gemacht haben, oder? Aber wir sind wirklich dauernd dran gewesen. Und ich verstehe aber in der Bevölkerung, dass das Empfinden, dass es lang geht. Ich verstehe das auch aus Sicht der Leute, die die Initiative lanciert und unterschrieben haben. Verstehe ich schon. Aber wir machen es so schnell, wie wir können. Und manchmal gibt es auch Barrieren, die uns nicht von uns selber gesetzt werden. Nur zum Mario Stübi du musst noch nicht auswendig lernen, die 230 Seiten. Die Zahl ist nur nicht ganz korrekt. Es ist nur die Hälfte der Strassenparkplätze, also 3700 Parkplätze bis 2040. Das ist der Vorschlag und da werden wir ganz sicher noch darüber diskutieren mit dem Patrick Zibung, mit dem ganzen Parlament, selbstverständlich. Und die Umsetzung, die der Jonas Studhalter gesagt hat, auf dem Schwanenplatz geht es nur mit Ordnungsdienst. Das muss man einfach wissen. Ohne Ordnungsdienst ist das sehr schwierig. Und einen Ordnungsdienst haben wir nicht. Der Ordnungsdienst auf dem Schwanenplatz wird von den Interessierten aus der Umgebung finanziert. Ich wage es noch einmal, wir kommen zur Abstimmung. Zur Protokollbemerkung. Das Inseli ist ab dem 01.01.2022 bis auf 6 Anhalteplätze grundsätzlich garfrei. Wer dem zustimmt, zeigt das bitte mit Hand erheben. Danke. Wer dagegen ist? Enthaltungen? Ich schätze jetzt auf abgelehnt. Sonst müssen wir es auszählen. Danke.
genau. Wer stimmt der Protokollbemerkung zu? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer lehnt sie ab? Die Protokollbemerkung ist abgelehnt. Danke. Dann kommen wir zurück zum B&A. Wir sind hier. Irgendwo Seite 23, Yannick Gauch. Also 25, oder? Beim C. Oder? Eben. Genau, wir hatten dort noch einen Auftrag, den ich schon beim Eintreten erwähnt habe. Und zwar: auf eine Machbarkeitsstudie wird verzichtet, der entsprechende finanzielle Betrag wird in eine Zwischennutzung investiert. Ich habe beim Eintreten schon relativ viel gesagt, das bist du nicht bereit, die Umsetzung noch weiter zu verzögern mit einer Machbarkeitsstudie, vor allem auch unter der Voraussetzung, dass sowieso so übergeordnete Sachen fehlen oder Gewissheiten fehlen, wenn es darum geht, wie nachher dann der Durchgangsbahnhof umgesetzt wird. Und unter dieser Bedingung scheint es uns schlauer, jetzt eine Zwischennutzung voranzutreiben, als eine Machbarkeitsstudie, die man eigentlich nachher gleich nicht mehr weiss. Baukommissionspräsident Rieska Domann. Frau Präsidentin, wir haben über eine Protokollbemerkung diskutiert in der Baukommission mit dem gleichen Inhalt und die ist mit 3-8 Stimmen abgelehnt worden. Gibt es Wortmeldungen? Schon stimmen wir ab über den Auftrag, ist es jetzt von der SP. Auf eine Machbarkeitsstudie wird verzichtet bzw. sie wird abgebrochen. Der entsprechende finanzielle Betrag wird in eine Zwischennutzung investiert. Wer dem Auftrag zustimmt, zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer sich dagegen ausspricht? Der Auftrag ist abgelehnt. Wir gehen wieder zurück in B&A. Und beim F habe ich mir notiert, gab es die SP auch noch eine Protokollbemerkung, oder bin ich dort schnell? Seite 28. Also Seite 28 ist nichts, Seite 29. Die Baukommission hat eine Protokollbemerkung auf Seite 29, und zwar lautet die: die Parkplätze auf dem Schotterplatz werden zugunsten der Erweiterung des Werftplatzes aufgehoben. Die Protokollbemerkung ist mit 6-5 Stimmen überwiesen worden. Wie wir im Eintreten gehört haben, opponiert der Stadtrat der Protokollbemerkung. Wünscht etwas Wort dazu? Sonst kommen wir gerade zur Abstimmung. Protokollbemerkung: die Parkplätze auf dem Schotterplatz werden zugunsten der Erweiterung des Werftplatzes aufgehoben. Wer für die Zustimmung ist, zeigt das bitte mit Hand erheben. Wer dagegen ist? Wir sind ein knappes Parlament. Da darf ich es nein? Ich habe, sorry, zum Aufzählen. Also, wer die Parkplätze möchte aufheben, möchte das, also der Protokollbemerkung zustimmen, möchte das die Zeige mit Hand erheben. Okay, wird sie ablehnt, zeigt das bitte mit Hand erheben.
Sie ist 24 zu 22 überwiesen. Wir kommen zurück in B und A. 5-3. Ausblick. 6 politische Vorstöße. 7 Antrag, Seite 32. Und im Eintritt habe ich auch gehört, da gibt es verschiedene Wünsche, wie wir das wollen, jetzt beantragen. Es gibt einen Antrag von der SVP auf ablehnende Kenntnisnahme, dann von der CVP eine bloße Kenntnisnahme, wenn ich das so richtig habe. Da würde ich vorschlagen, dass wir dann die zwei mal gegenüberstellen, wie der Stadtrat. Es sind natürlich für zustimmende Kenntnisnahme, wenn wir das zuerst ausmehren, von ablehnend zu bloße. Wer ist für ablehnende Kenntnisnahme? Zeigt das bitte mit Hand erheben. Und wer für bloße Kenntnisnahme? Jetzt hat die bloße Kenntnisnahme ist zugestimmt worden. Und wer ist jetzt für zustimmende Kenntnisnahme? Stellen wir gegenüber der bloßen Kenntnisnahme, einfach zum klar sein von der Abstimmung. Danke. Der bloße Kenntnisnahme, danke. Dann ist der B und A mit zustimmender Kenntnisnahme überwiesen. Was? Ah, okay. Okay. Also gut, wenn wir das noch einmal ausmehren. Gut. Okay, dann wollen wir noch einmal ausmehren. Römisch 1. Der Entwicklungskonzept, wer dem zustimmende Kenntnis zur Kenntnis genommen wird, mag sie jetzt zeigen mit Hand erheben. Wer dagegen ist? Also gut, Römisch 1 ist zugestimmt worden mit zustimmender Kenntnisnahme. Dann Römisch 2, die Motion mit der Schmuddelecke wird als erledigt abgeschrieben, wer dem zustimmt. Das zeigen wir mit der Hand erheben. Ich danke euch. Dann ist das Traktandum 5 geschlossen. Also wir fangen an, der Marco Müller ist im Ausstand Sozialkommissionspräsident. Wir fangen an und werden es wahrscheinlich so schaffen, bis ins Eintreten. Wir schauen mal, wie weit sie kommen. Wir haben hier ein paar Protokollbemerkungen gemacht. In dem Traktandum 6, Projekt Alterswohnen integriert. Der Kommissionsvizepräsidentin Maria Pilotto, du hast das Wort. Geschätzte Präsidentin, geschätzter Stadtrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Sozialkommission des Großen Stadtrats hat an ihrer Sitzung vom 26. August den Bericht und Antrag Alterswohnen integriert behandelt. Darin wird einerseits die Entwicklung der integrierten Versorgung in der Stadt Luzern vorgeschlagen. Dies insbesondere mittels einer Prüfung der Zusammenführung von Viva Luzern, Spitex Luzern sowie Vicino. Andererseits werden mit diesem Vorhaben auch die Weichen für die zukünftige Bewirtschaftung der 220 städtischen Alterswohnungen gestellt. Die Kommission begrüßt die Zielsetzung der Betreuung, Pflege und Wohnen für ältere Menschen aus einer Hand. Der Abbau von Organisationsschwellen für ein gutes Leben im Alter entspricht einem breiten und zeitgemäßen Bedürfnis. Auch die angedachte Zusammenlegung der drei großen städtischen Institutionen wird von den Kommissionsmitgliedern gewürdigt. Intensiv diskutiert wurden in der Sozialkommission die steuernde Rolle der Stadt sowie die politischen Einflussmöglichkeiten des Parlaments und der Bevölkerung auf die künftige Versorgungsstruktur. Die Sozialkommission schlägt in der Detailberatung dem Großen Stadtrat einen Zwischenschritt vor, in dem ein Bericht die politischen Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten im Hinblick auf die integrierte Versorgung darlegen soll.
Erst dann soll die Zusammenführung von Viva, Spitex sowie Vicino konkretisiert werden. Entsprechend der vielschichtigen Themen des Bericht und Antrags schlägt die Sozialkommission dem Grossen Stadtrat weitere Protokollbemerkungen in der Detailberatung vor. Im Namen der Sozialkommission danke ich dem Stadtrat und der Verwaltung für die Arbeiten an dieser zukunftsweisenden Idee der integrierten Versorgung. Ebenfalls möchte ich mich bei Viva, Spitex und Vicino bedanken, die uns Rede und Antwort gestanden sind vor der Beratung des Geschäfts und zusammen mit ihren Mitarbeitenden das fachliche Wissen aus der Praxis für diesen Prozess zur Verfügung stellen. Die Sozialkommission nahm den Bericht und Antrag Alterswohnen integriert zustimmend zur Kenntnis und schlägt dem Stadtparlament auch vor, den Nachtragskredit von 35.000 Franken zu bewilligen. Wir kommen zu den Kommissionssprecherinnen. Heidi Rast hat das Wort von den Grünen. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Anwesende, ich weiss, dass es vor allem online wird sein. Der vorliegende B&A Alterswohnen integriert stößt auf sehr grosses Interesse und betrifft vielleicht die eine oder andere im Rat, in weiter oder sogar in näher Zukunft auch einmal. Dank der Motion 284 Entwicklungsbericht bezahlbarer Wohnraum von Marco Müller und der Corinna Bertsch und auch das Postulat 343 integrierte Versorgung, wo namens von der Grünen Junggrünen eingereicht wurde, ist, haben zu dem Anstoß geführt, dass die Stadt eine Strategie entwickelt, wie es mit den städtischen Alterswohnungen weitergehen soll und wie die verschiedenen Akteure in der Pflege und in der Betreuung könnten enger zusammenarbeiten. Die vom Stadtrat eingeschlagene Richtung entspricht in weiten Teilen den Forderungen von uns Grünen Junggrünen Fraktion. Und wir bedanken uns beim Stadtrat und bei der Verwaltung für den wichtigen und wegweisenden B&A. Im weiteren Verlauf der heutigen Debatte werden wir feststellen, wie intensiv der B&A an der letzten Sozialkommission diskutiert worden ist. Es sind 16 Protokollbemerkungen, die anstehen. Und ich kann euch sagen, es gibt sicher mindestens noch eine dazu. Uns allen ist es sehr wichtig, dass der eingeschlagene Weg so gut und zielgerichtet wie nur möglich kann weiterverfolgt werden. Uns von der Grünen Junggrünen Fraktion ist es bewusst, dass das Vorhaben ein mutiger Schritt ist, gerade wenn man eine neue, grosse, zusammenführende Organisation ins Auge fasst. Für uns ist es enorm wichtig und zentral, dass ältere Bewohnerinnen von der Stadt Luzern und ihre Angehörigen ein gutes, für sie einfaches und niederschwelliges Angebot bekommen, damit sie so lange als möglich selbstbestimmt dort leben und wohnen können, wo sie das auch gerne möchten. Eine integrierte Versorgung, sei es nun Wohnen, ein stabiles Netzwerk, eine ambulante Versorgung oder wenn es denn nötig und sinnvoll ist, eine stationäre Lösung aus einer Hand, wie es im B&A vorgesehen ist, macht Sinn und ist zeitgemäss. So werden effiziente und effektive Ressourcennutzungen sowie innovative Angebote und wegweisende Kooperationsformen zentral sein. Für uns Grüne Junggrüne ist es ein grosses Anliegen, dass dabei auch die privaten Anbieter wie zum Beispiel Spitex und Time jederzeit einen guten Zugang zur integrierten Versorgung haben. Sie sind für die Stadt Luzern im Bereich auch systemrelevant. Und mit ihrem offenen Brief haben sie bereits signalisiert, dass sie an einer engeren Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des Konzepts sehr interessiert sind. Diese Ausgangslage muss man also sicher berücksichtigen und nutzen. Weil es ist für uns wichtig, dass die älteren Menschen auch in Zukunft die Wahlfreiheit haben. Für ein gutes Gelingen kommt auch mit dem Einbezug der Hausärztinnen und Hausärzte sowie der Apotheken eine wichtige Rolle zu. Weil sie oft die ersten Ansprechpersonen sind bei den älteren Menschen und merken, wenn es mehr Unterstützung braucht.
Für uns Grüne Junggrüne ist es zudem wichtig, dass auch weitere interdisziplinäre Berufsrichtungen, wie zum Beispiel Ergotherapie oder Physio, mitdenkt und mit einbezogen werden. Mit den Spitälern wird es zentral sein, dass es eine bessere und professionelle Zusammenarbeit gibt, damit die Übergänge von Ein- und Austritt oder Übertritt auch wirklich aufeinander abgestimmt sind und unkompliziert funktionieren. Was mir persönlich und aus meiner soziokulturellen Arbeit mit Menschen auch sehr wichtig ist, ist, dass man bei dem B&A die älteren Menschen nicht nur als unterstützend und pflegebedürftig wahrnimmt. Es ist genauso wichtig, dass der vorgelagerte Bereich, heisst, bevor jemand Unterstützung braucht, auf ein gutes Netzwerk zählen kann. Und da spielt Vicino eine bedeutende Rolle. Vicino Luzern geht gezielt auf die Bedürfnisse der wachsenden älteren Bevölkerung ein, die sicher und selbstbestimmt in ihrem Wohnumfeld alt werden möchten. Dafür ist ein Netz an nachbarschaftlicher und professioneller Unterstützung hilfreich. Vicino ist zurzeit die Partnerorganisation in der Stadt Luzern, die Nachbarschaft stärkt und so die Einsamkeit kann entgegenwirken kann. Sie fördert im Alltag Selbsthilfe und Gesundheitskompetenzen der Quartierbewohnenden, indem sie ressourcenorientiert und partizipativ unterwegs sind und mit ihren jeweiligen Quartierstandorten zielgerichtete Angebote und Interaktionen ermöglichen. Für uns ist es enorm wichtig, dass Vicino einen gleichwertigen und gleich wichtigen Partner wählt in dieser neuen Organisation und deshalb muss eingebunden werden. Wichtig wird auch das vorgelagerte, niederschwellige und unabhängige Beratungsangebot sein, das nicht bei der neuen Organisation integriert ist, sondern als Anlaufstelle für das Alter Auskunft kann geben und beratet und dabei den Leuten immer die Wahlfreiheit lässt. So sehen wir von den Grünen Junggrünen ein grosses Potenzial bei der städtischen Anlaufstelle Alter. Wir begrüßen das, wenn sich die Anlaufstelle parallel zur neuen Organisation weiterentwickelt. Vor allem soll die Anlaufstelle das Case-Management im Sinn von einer Begleitung von älteren Menschen und ihren Angehörigen in Übergängen und Krisen und dem ganzen Dschungel an Angeboten abdecken. So sind die beiden Organisationen aufeinander abgestimmt und unterstützende Lücken können geschlossen werden. Jetzt komme ich zu einem Teil in diesem BIA und auch, der für uns Grüne und Junggrüne nicht wirklich genügend aussagekräftig ist, der leider nur vage aufzeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Und zwar geht es um den Bestand der Alterswohnungen. Dass es viel zu wenig bezahlbare, altersgerechte Wohnungen gibt, ist schon längstens bekannt. Vor allem der Bedarf an zahlbaren, kleineren Wohnungen ist enorm gross. Deshalb erwartet mir von den Grünen Junggrünen, dass im weiteren Projektverlauf eine sorgfältige Analyse gemacht wird, in welchen Quartieren die Bevölkerung in den kommenden 10 bis 20 Jahren stark vom demografischen Wandel betroffen sein und das im Kontext zu den erwartenden Alterswohnungen, betreutem Wohnen und Wohnen mit Dienstleistungen. Unterversorgungen müssen jetzt bereits klar aufgezeigt werden. Man kann nicht so lange warten, bis die neue Organisation sich dem annimmt. Für uns von der Fraktion Grüne, Junggrüne, ist es deshalb absolut wichtig, dass der jetzige bestehende bezahlbare Wohnraum für ältere Menschen erhalten bleiben muss und dass man per sofort mit der Planung und Umsetzung von neuen bezahlbaren Alterswohnungen anfängt. Altersangebote zu bündeln, ist genau die Idee der integrierten Versorgung. Angebotslücken in der Versorgungskette werden geschlossen, kritische Übergänge verbessert und ältere Menschen sowie ihre Angehörigen stehen im Zentrum. Es ist nicht mehr die Frage, wer ist jetzt warum, wie zuständig oder eben nicht. Gerade im Alter, wenn Wohnen, Betreuung, Pflege, Gesundheit und Unterstützung immer mehr verschmelzen, ist das ein grosser Gewinn. Alles aus einer Hand mit ganzheitlichem Blick. Es wird Aufgabe des Projekts sein, die geeignete Rechtsform für die neue integrierte Organisation zu finden. Die Vorgaben der Stadt,
dazu, dass sowohl die Organisation als auch die Alterswohnung gemeinnützig und im Eigentum von der Stadt Luzern sein soll, finden wir von den Grünen Junggrünen wichtig und richtig. Gemeinnützige Aktiengesellschaften als Beispiel sind im Gesundheitswesen weit verbreitet und funktionieren meistens gut, da sie als eigenständiges Unternehmen rasch auf Bedürfnisse eingehen können. So treten wir von den Grünen Junggrünen auf den B&A ein. Protokollmerkungen werden wir unterstützen. Wir nehmen vom Bericht zustimmend zur Kenntnis und stimmen dem Nachtragskredit von 35'000 Franken zu. Für die CVP-Fraktion Agnes Keller. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das Thema Alter beschäftigt uns schon seit längerer Zeit. Es ist bekannt, dass die Menschen immer älter werden und sie wollen so lange wie möglich im gewohnten Umfeld wohnen bleiben. Das klassische Alters- und Pflegeheim, wie man so schön gesagt hat, ist also ein Auslaufsmodell. Selbstbestimmte Wohnformen und Mischformen von ambulanten und stationären Pflege sind gefragt. Um das Ziel zu erreichen, sind in der Stadt Luzern bereits viele Massnahmen getroffen worden. Verschiedene Dienstleistungen und Angebote im Interesse von unseren älteren Mitmenschen sind installiert und erfolgreich genutzt worden. Mit der Anlaufstelle Alter haben wir eine Stelle geschaffen, die heute schon alle Angebote koordiniert und zusammenführt. Jetzt wird der Stadtrat noch einen grossen Schritt weitergehen. Die integrierte Versorgung rund ums altergerechte Wohnen mit und ohne Dienstleistungen sowie ein Zusammenrücken von der ambulanten und stationären Pflege und Betreuung für ältere, aber auch für junge und unterstützungsbedürftige Menschen sollte angestrebt werden. Mit der Zusammenführung von Viva Luzern, Spitex Stadt Luzern und Vicino Luzern soll eine eigentliche integrierte Organisation geschaffen werden, wo sozusagen alles aus einer Hand angeboten werden kann. So können Synergien geschaffen werden, Versorgungslücken geschlossen und administrativer Aufwand abgebaut werden. Die Fraktion der CVP steht in diesem Schritt positiv gegenüber. Es ist uns aber ein grosses Anliegen, dass die vielen weiteren Anbieter, wie zum Beispiel die gemeinnützigen Wohnbauträger, private Pflegeheim- und Spitex-Organisationen und viele mehr in einem vernünftigen Rahmen mit einbezogen werden und weiterhin können eine tragende Aufgabe haben und auch die gewährleisten. Die Wahlmöglichkeit von diesen verschiedenen Angeboten soll so erhalten bleiben. Auch die Frage der Rechtsform, welche Verantwortung und Mitsprache die Stadt Luzern soll haben, ist von grosser Bedeutung und muss sorgfältig abgeklärt werden. Der Rucksack ist also gepackt mit allen vielen Anforderungen, Bedingungen, Forderungen und Wünschen von allen Seiten. Wir wünschen dem Stadtrat viel Ausdauer und gutes Gelingen auf dem anspruchsvollen Weg zu dem ambitionierten Ziel. Die Fraktion der CVP nimmt vom B&A zustimmend Kenntnis und stimmt dem Nachtragskredit zu. Bei diesen vielen Protokollbemerkungen folgen wir dem Stadtrat bis auf eine kleine Ausnahme. Danke. Für die SVP-Fraktion der Thomas Gfeller. Geschätzte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir danken dem Stadtrat für die Erarbeitung von dem B&A-Projekt Alterswohnen. Als ich den B&A selber gelesen habe und wir den in der Fraktion beraten haben, so sind wir uns einig gewesen, dass die ursprüngliche Idee, die der Stadtrat uns vorgeschlagen hat, unbestritten ist, sinnvoll, wirtschaftlich und längerfristig ausgelegt ist. Er hat unser Projekt für eine nachhaltige, integrierte Versorgung mit Prüfung von der Zusammenlegung für Viva, Vicino und Spitex vorgeschlagen. Die Überlegungen dahinter sind einerseits, dass Menschen, die viel angewiesen sind, der Zugang erleichtert wird und andererseits sollen die Synergien genutzt und Kosten gesenkt werden. Das begrüßen wir sehr. Die Medienmitteilung, die am 26. August von der Sozialkommission verschickt worden ist, lässt erahnen, sofern man die genau liest, dass der B&A in der Kommission nicht so schnell durchgeflutscht ist, wie wir ursprünglich angenommen haben.
In der Medienmitteilung steht, dass intensiv diskutiert worden ist und zuhanden vom Grossen Stadtrat 7 zusätzliche Anträge, Protokollbemerkungen gestellt werden. Heidi Rast hat es vorher erwähnt, es sind nicht 7, sondern es sind, glaube ich, 16 plus 1. Es sind etwa 17 Protokollbemerkungen. In der vermutlichen anschließenden Detailberatung, wie schon gesagt, wird die Anzahl Protokollbemerkungen sicherlich noch steigen. Wenn man sich auf den Standpunkt stellt und der Meinung ist, dass man sagt, so Protokollbemerkungen sind ja nur Prüfaufträge, die keinen zwingenden Charakter haben, dann stellen wir uns die Frage, warum werden sie denn gestellt, wenn die ja nicht so wichtig sind. Wir erachten die Protokollbemerkung als entscheidend und im Übrigen ist das die einzige Möglichkeit, die das Parlament hat, in einem B&A aufzuzeigen, dass man mit dem definierten Vorgehen, das der Stadtrat gewählt hat, nicht einverstanden ist und auf die Stossrichtung dort Einfluss nehmen. Aus dem ursprünglich guten Projekt, wo sich marktwirtschaftlich hätte orientiert, wo sich marktwirtschaftlich hätte orientieren sollen und Fehler erlaubt gewesen wären, für das ist das Projekt da, entsteht bereits im Vorfeld jetzt ein staatliches Konstrukt, das nach außen den Schein trügen lässt, man orientiere sich am Markt. In Wahrheit sind die Fesseln durch die zahlreichen Anträge dermassen gross, dass die Institution im Endeffekt nichts anderes ist als eine staatlich kontrollierte Organisation, in der die partikularen Interessen klar umgesetzt werden. Aus der Sicht der SVB ist es nicht sinnvoll, wenn der Stadtrat mit einer Protokollbemerkung, mit einem Auftrag, Anmerkung im Vorfeld beauftragt wird, Liegenschaften für Alterswohnungen auf Vorrat zu sichern. Ebenfalls nicht sinnvoll ist es, wenn der Stadtrat zuhanden von der Sozialkommission einen zusätzlichen Bericht vorlegen muss, indem er als Zwischenschritt die politische Gestaltung und Steuerungsmöglichkeiten im Hinblick auf die integrierte Versorgung aufzeigt. Das heisst sie oder hieß sie ja im Klartext, bevor das Projekt überhaupt gestartet werden kann, muss der politische Gestaltungsrahmen klar abgesteckt sein, ansonsten wird nicht gestartet. Aus der Sicht der SVP stellt sich die simple Frage, wollen wir das Projekt oder wollen wir es nicht? Wir verstehen uns nicht als Teil der Projektgruppe, sondern als Kontrollorgan, ob wir mit dem Projekt in der vorliegenden Ausführung zustimmen können. Durch die zahlreichen Protokollbemerkungen wird die gute Idee, die ursprünglich gute Idee, die der Stadtrat gemacht hat, schwerfällig, unleserlich, überladen und verunmöglicht der SVP-Fraktion ein Zustimmen. Wir stellen den Antrag auf Nicht-Eintreten. Wird unser Antrag nicht wahrgenommen, so werden wir die Protokollbemerkung größtenteils ablehnen. Für die SVP ist es wichtig zu betonen, dass wir die Idee von dem Projekt in sich nicht ablehnen. Wir finden das gut, sondern wir lehnen ab, was daraus gemacht worden ist. 16 Protokollbemerkungen. Die verantwortliche Kommission wäre aufrichtiger gewesen, hätte man den kompletten Ja zurückgewiesen. Den Antrag auf Nichteintreten habe ich bereits ausgeführt. Der Daniel Lüthoff für GILPI. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Stadtrat legt mit dem B&A 2021 Projekt Alterswohnen integriert nicht nur ein sehr ambitioniertes Geschäft vor, sondern eine sehr sinnvolle, innovative und eine wichtige Weiterentwicklung für unsere Alterspolitik in der Stadt Luzern. Vielen Dank dem Stadtrat und allen zuständigen Stellen für diese tolle Arbeit. Der B&A zeigt Folgendes klar auf, für die, die noch nicht gelesen haben. Die Stadt Luzern bis 2045 muss mit einer Zunahme von rund 40% der über 65-jährigen alten Personen rechnen. Die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen wird in den kommenden Jahren entsprechend steigen. Die Wohnbauentwicklung zeigt auf, dass der Wohnungsmarkt auf diese steigende Nachfrage natürlich auch reagiert. Rund 10% der über 65-jährigen Personen sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Viva Luzern, Spitex Stadt Luzern und Vicino Luzern arbeiten bereits heute sehr eng zusammen und sind mit der Stadt eng verbunden. Das sind optimale Voraussetzungen für das Projekt. Der Stadtrat hat das Modell 4 als dasjenige Modell mit dem grössten Potenzial eruiert. Das sehen wir von der GLP genauso.
Das definierte Projektvorgehen bis jetzt von der Stadt wie auch die Kommunikation erachten wir auch als sehr gut und zielführend. Dass sich drei etablierte Organisationen zusammenlegen wollen, ist im Sinn von einer Prozessoptimierung und Synergienutzung ist für uns GLP absolut begrüßenswert. Und genauso wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste, die Organisationen wie Viva Luzern, Spitex Stadt Luzern und Vicino Luzern unterstützen die Bestrebungen, künftige Dienstleistungen im Sinn von der integrierten Versorgung aus einer Hand anzubieten und sind bereit, im Projekt aktiv mitzuschaffen. Und ganz pragmatisch, wie wir halt GLPler sind, wenn drei etablierte Organisationen mit diesen Fachpersonen einen Zusammenschluss als sehr positiv beurteilen, sind wir der Meinung, der kann gar nicht schlecht sein. In dem Sinn sind wir ganz klar der Meinung, dass der B&A gar nicht abgelehnt werden kann. Selbstverständlich gibt es zu diesem Zeitpunkt noch viele unklare Punkte und offene Fragen. Das sieht man zum Teil auch an dieser Protokollbemerkungsschlacht. Wir aber von der GLP sind klar der Meinung, dass das Projekt jetzt gestartet werden soll und dass man nicht unnötige Hürden arbeiten wollen. Alle Zeichen stehen auf grün. Partnerorganisationen sowie das Projektteam sind guten Mutes und sind motiviert zu starten für eine wegweisende, sinnvolle und innovative Alterspolitik in der Stadt Luzern. Für die GLP ist das Projekt wie auch die zustimmende Kenntnisnahme von dem B&A eine klare Sache. Wir stimmen natürlich auch dem Zusatzkredit über 35'000 Franken zu. Noch ein kleiner Hinweis zu diesen Protokollbemerkungen, auch an die SVP. Tatsächlich sind das sehr, sehr viele Protokollbemerkungen gewesen. Ich muss aber auch darauf hinweisen, dass der Grossteil von diesen Protokollbemerkungen nicht das Gewicht haben. Also, es spielt nicht so eine grosse Rolle, sind wir zumindest der Meinung. Also, wie in der Protokollbemerkung 3 zum Beispiel, hätten wir ganz klar abgelehnt, dank dem, dass Heidi die entsprechend korrigiert hat oder neu formuliert hat. Sind wir hier offen, da werden wir gespannt sein, was wir abstimmen. Protokollbemerkung 7 und 15 werden wir von der GLP ablehnen. Für die FDP-Fraktion der Marco Baumann. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen von der FDP-Fraktion danke ich für die Erarbeitung von dem Bericht und Antrag. Wir stehen der Idee grundsätzlich positiv gegenüber, dass zukünftig Dienstleistungen im Sinn von einer integrierten Versorgung aus einer Hand angeboten werden können. Eine verstärkte Zusammenarbeit von Viva, Spitex und Vicino und allenfalls sogar eine Fusion könnte einen grossen Vorteil für Seniorinnen und Senioren in der Stadt Luzern darstellen. Erfreulich ist, dass alle Organisationen, auch die Privatanbieter, in diesen Prozess starten wollen. Mit der integrierten Versorgung können Synergien genutzt und Lücken zwischen ambulanten und stationären Angeboten geschlossen werden. Das bedeutet eine Vereinfachung und eine bessere Übersichtlichkeit der Angebote für die städtische Bevölkerung. Zudem erhoffen wir uns davon eine gute Lösung, wie wir in Zukunft mit den städtischen Alterswohnungen umgehen wollen. Ob schlussendlich ein Mehrwert mit der integrierten Versorgung geschaffen werden kann, wird der ergebnisoffene Prozess sicher zeigen. Viele Fragen sind zurzeit noch offen. Unter anderem wird das Konzept aufzeigen müssen, welchen konkreten Nutzen für Seniorinnen und Senioren damit geschaffen wird, welchen Synergiegewinn daraus resultiert und ob durch das Kostenoptimierungen oder Optimierungen in den Strukturen generiert werden können. Auch muss aufgezeigt werden, dass kein Monopol entsteht, wo private Anbieter verdrängt. Heute beschließen wir mit dem B&A aber nur, ob wir den ergebnisoffenen Prozess starten wollen. Es geht heute weder darum, ob wir weitere Alterswohnungen kaufen, noch darum, wie die Alterswohnungen in Zukunft saniert oder gebaut werden müssen. Entsprechende Protokollbemerkungen werden wir darum ablehnen. Wir müssen heute auch nicht definieren, wie eine fusionierte Organisation ihren operativen Betrieb gestaltet und welche Rechtsform die fusionierte Organisation könnte haben. Auch wenn sich die Diskussion gewisse Fraktionen heute schon wünschen. Wie schon gesagt, es ist ein ergebnisoffener Prozess. Wir sollten das Parlament da nicht zu fest eingreifen, weil eine Projektgruppe hat sich dazu schon tiefere Gedanken gemacht als wir hier drinnen. Und diesen Weg müssen wir jetzt ebnen,
Darum unterstützt die FDP die Prüfung. Wir treten auf den B&A ein, werden ihn zustimmend zur Kenntnis nehmen und werden auch den Nachtragskredit bewilligen. Für die SP-Fraktion der Claudio Soldati. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Präsidentin, der Stadtrat leitet uns mit dem B&A-Projekt Wohnen, Alterswohnen integriert ein sehr ambitioniertes Projekt vor. Nach dem Geschäft von der Auslagerung von der Heim- und Alterssiedlungen zu Viva ist das wahrscheinlich das grösste und wegweisendste Projekt in der Alterspolitik seit vielen Jahren in dieser Stadt. Die SP-Fraktion hat aber feststellen, dass das Geschäft zum Stadtrat noch an verschiedenen Orten muss verbessert werden, weil das Geschäft so haben wir es beurteilt, noch nicht mehrheitsfähig gewesen wäre. Es geht, ich habe es erwähnt, um das grösste Projekt in der Alterspolitik seit vielen Jahren und es gilt aus unserer Sicht, möglichst viele Fraktionen hier von Anfang an an Bord zu haben. Wir sind grundsätzlich der Ansicht, dass das Modell von der integrierten Versorgung sehr viel Potenzial hat. Das ist von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern erwähnt worden. Ich tue es nicht alles hier wiederholen. Nur so viel. Wir glauben wirklich, dass einerseits und hauptsächlich den pflegebedürftigen Personen zugutekommt und andererseits die Organisationen der Alterspolitik einfach nicht darum herumkommen, ihre Dienstleistungen grundsätzlich zu hinterfragen. Differenzierung nach ambulant und stationär mehr und mehr aufzubrechen ist und neue Formen von der Betreuung, Pflege und Unterstützung muss gefunden werden. Jetzt aber, und da unterscheiden wir uns diametral von der SVP, für die SP-Fraktion kommt der B&A mit viel zu viel ausschließlich ökonomischer Sichtweise daher. Es wird so dargestellt, als ob die Altersversorgung ein Markt wie ein anderer Markt ist. Es geht hauptsächlich um Kundinnenorientierung, um Eigenverantwortung und um Auswahlmöglichkeiten. Es wird suggeriert, dass, um in dieser Sprache von dem B&A zu bleiben, die Kundinnen und Kunden, jederzeit den gesamten Markt und seine Dienstleistungen können und sich immer frei entscheiden kann. Und dass die Kundin und der Kunde die Dienstleistungen von seinem oder ihrem Geld zahlen. Ein politisches, also ein marktbegrenzendes Element, alterspolitisch, sozialpolitisch, wohnungspolitisch, stadtentwicklungspolitisch, wird also den Einflussmöglichkeiten vom Stadtrat, dem Parlament und vom Volk wird keinerlei Beachtung geschenkt. Seitens der SP, wenn wir das Projekt Alterswohnen integriert, das mit möglichst wenig Märkten auskommt. Es geht nämlich um fragile und um vulnerable Personen. Für die machen wir das Projekt. Es handelt sich also um ein soziales Projekt, um ein politisches Projekt und nicht in erster Linie um ein ökonomisches oder ein marktwirtschaftliches Vorhaben. Ein maßgeblicher Teil der Kosten der Alterversorgung trägt die öffentliche Hand und trägt nicht private Portemonnaies. Der Markt ist also wirklich sehr ein künstlicher Markt. Da dürfen wir uns einfach nichts vormachen. Und weil es ein künstlicher Markt ist, hat das auch Konsequenzen. Weil es nämlich um die öffentlichen Gelder geht, soll die Öffentlichkeit, also die politischen Organe, mitbestimmen, steuernd und gestaltend einzuwirken. Darum entsprechend sind uns ist der SP ganz verschiedene Protokollbemerkungen wichtig. Wir wollen, dass sichergestellt wird, dass die Alterswohnungen für Menschen mit Ergänzungsleistungen bezahlbar bleiben. Wir lehnen die Protokollbemerkung 3 ab, werden aber die neu eingereichte dann unterstützen. Wir wollen sicherstellen, dass die Stadt gestaltend und steuernd Einfluss nehmen, dass die Einflussmöglichkeiten vom Stadtrat, vom Parlament und Bevölkerung detailliert geprüft wird. Dann auch das Personal von der Viva und der Spitex und Vicino habe ich jetzt relativ wenig davon gehört. Die müssen im gesamten Prozess mit einbezogen werden. Es gibt nur eine gute, integrierte Organisation, wenn das Personal mit dabei ist. Wir wollen auch, dass Gewerkschaften und der Pflegeverband den gesamten Prozess begleitet und mit einbezogen werden. Eine allfällige neue Organisation muss sich als attraktive Arbeitnehmerin
und Ausbildnerin können etablieren. Nur mit gut ausgebildetem Personal gibt es eine gute, integrierte Organisation. Wir werden den Protokollbemerkungen, wie sie von der Sozialkommission kommen, die so unterstützen. Und jetzt auch noch ein Wort zu den vielen Protokollbemerkungen. Ich sehe es auch so, oder? Es sind extrem viele Protokollbemerkungen. Aber ohne die Protokollbemerkungen, die wir heute diskutieren, werden B&A nicht mehrheitsfähig. Dann hätte der B&A zurückgewiesen werden müssen. Und ich glaube aber, dass es Sinn macht, dass man das so macht, weil wir wollen ja, ich habe niemanden gehört, da zu kritisieren, dass das Modell der integrierten Versorgung irgendwie nicht das Richtige sei. Das haben wir alle gehört, das ist das Richtige. Jetzt sagen wir, integrierte Versorgung ist das Richtige, wir gehen auf diesen Weg, setzen aber den Rahmen, setzen, worin sich die kann, bewegen kann. Und das ist nachher der Prozess, der dann weiter wird gehen. Wir unterstützen natürlich auch den Antrag, dass nach dem Meilenstein 1 bis 3 im Parlament der Bericht vorgelegt wird. Das finden wir sehr wichtig, dass dort das Parlament die Möglichkeit hätte, vor der finalen Phase wichtige Stellschrauben zu stellen. Wir treten ein und stimmen dem Kredit von 35'000 zu. Silvio Bonzanigo, hast du das Wort. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich gehe nicht so weit wie der Thomas Gfeller und sage, ich denke nicht eintreten, ich werde eintreten und zustimmen Kenntnis nehmen. Aber seine Ausführungen zu den Protokollbemerkungen, die jetzt auch nachfolgende Redner zu Kommentaren veranlasst haben, die unterstütze ich sehr. Also mir scheint, da ist das Instrument von der Protokollbemerkung leichtfertig und missbräuchlich eingesetzt worden von der Kommission. Wir haben Protokollbemerkungen, die eigentlich in die Arbeit vom Stadtrat respektive der Sozialkommission eingreifen wollen und im Tonfall, muss ich lesen, auch eine gewisse Inkompetenz in der Ausführung vor Ort mit der Protokollbemerkung beheben. Das finde ich, das geht nicht, dass man in dem Sinn Protokollbemerkungen einreicht, wo eigentlich die Leute, die an der Front operativ tätig sind, in ihrer Kompetenz, die ist ja nicht bestritten worden, von einschränken und regulieren und dirigieren. Also ich finde, dass es ein Ausnahmefall bleiben muss, dass man in dieser Art mit Protokollbemerkungen das Parlament beauftragt oder belästigt, kann man schon bald sagen. Es sind Selbstverständlichkeiten da innen aufgeführt. Die Stadt soll eine starke Rolle einnehmen bei der Steuerung vom und so weiter. Also die Selbstverständlichkeiten, die sind uns allen bekannt, die müssen wir nicht noch über Protokollbemerkungen abdecken. Danke. Der Stadtrat Martin Merki hat das Wort. Geschätzte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, die Stadt Luzern hat die Alterspolitik in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Mit Vicino haben wir im Moment eine funktionierende private Organisation, die die Nachbarschaften stärkt und die verschiedenen Player vernetzt. Mit Anlaufstelle Alter haben wir seit 3,5 Jahren eine kleine und eine wirksame Organisation, die den individuellen Bedarf an Unterstützung in den Privathaushalten ermittelt. Und mit den Gutscheinen können wir konkrete zusätzliche Hilfestellungen finanzieren. Das Gutscheinprojekt wird in der neuen Studie von der Paul Schiller Stiftung, die diesen Monat erschienen ist, als Zitat Inspiration für neue Modelle guter Betreuung und Finanzierung, Zitat Ende, gewürdigt. Neben 4 anderen Ansätzen aus dem In- und Ausland. Stadtrat will jetzt den nächsten Schritt, den nächsten grossen Schritt wagen. Wir wollen eine integrierte Versorgung vorantreiben. Und wir haben zusammen mit den 3 Organisationen ein Zielbild gezeichnet, wo der Ausgangspunkt ist der Mensch, der im Zentrum steht. Die älteren, die unterstützungsbedürftigen Menschen. Also was sind die sozialen Bedürfnisse, was sind die praktischen Bedürfnisse, wie sie sich ergeben aus dem Alltag und was sind die gesundheitlichen Bedürfnisse. Das ist natürlich alles sehr unterschiedlich, die ändern sich und die Dienstleistungen werden von verschiedenen Organisationen erbracht. Mit der integrierten Versorgung wird sichergestellt, dass die einzelnen Leistungen aufeinander abgestimmt sind. Mahlzeiten, Haushaltshilfe, Beratung, Betreuung, Pflege, alles, was es da gibt.
Die Organisationen arbeiten strukturiert zusammen. Die Zusammenarbeit der Leistungserbringenden ist in Kooperationen, das ist das eine, und fusioniert in einer integrierten Organisation, das ist das andere. Eine integrierte Organisation. Der Stadtrat hat so eine Art Weitschuss gemacht, er hat ein Zielbild formuliert und er hat gesagt, wir wollen die Zusammenführung von Vicino, Spitex Luzern, Spitex Stadt Luzern und Viva Luzern prüfen. Die Organisationen arbeiten selbstverständlich jetzt schon sehr gut zusammen. Und mit der Zusammenführung wird sich die einmalige Chance bieten, im stationären Bereich, im ambulanten Bereich, in den vorgelagerten Diensten von der Altersversorgung eine gemeinsame Ausrichtung zu finden. Also Zusammenarbeit, und das ist die neue Qualität, nicht mehr über Einzelabsprachen, die teilweise schwierig sind. Und die Organisationen sind teilweise auch ein bisschen in einem Konkurrenzverhältnis, sondern in einer Organisation mit einer ganzheitlichen Strategie. Die drei Organisationen sind sehr motiviert, in diesem Projekt mitzuarbeiten, das haben sie bisher schon bewiesen, und sie wollen ernsthaft eine Zusammenführung zu einer Organisation prüfen. Das würde dann auch heissen, die Übergabe der städtischen Alterswohnungen an die neue Organisation. Und vor allem deshalb, damit Wohnen und Dienstleistungen aus einer Hand, das heisst, das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Angeboten optimal kann gestaltet werden. Selbstverständlich braucht es auch andere Anbieter auf dem Platz Luzern. Also eine integrierte Organisation kann den Bedarf, so wie er im Moment ist, gar nicht in der ganzen Stadt gar nicht abdecken. Oder? Es hat Viva hat 900 Betten, das sind etwa 2/3 bis 3/4. Und es gibt noch einen Haufen private, einen grossen Teil private, gemeinnützige Heime. Und die sollen weiterhin ihre Rolle haben, genau gleich die privaten Spitex. Und der Stadtrat will auch weiterhin, dass Wahlmöglichkeit gegeben ist. Und dann gleich lange Spiess natürlich für alle Anbieter. Bezahlbarkeit ist auch ein wichtiger Punkt. Auch Menschen mit einem kleinen Portemonnaie sollen können in einer altersgerechten Wohnung leben und die Dienstleistungen, die notwendig sind, können beziehen. Mit dem B&A zeigen wir erste grosse Linien auf. Es geht jetzt darum, Antworten zu finden zu konkreten Fragestellungen. Und das Vorgehen haben wir in einer Meilensteinplanung strukturiert. Da gehört das Versorgungskonzept dazu, was für Angebote braucht es im Bereich Wohnen und Dienstleistungen und so weiter. Es werden die Fragen nach den Steuerungsmöglichkeiten von der Stadt werden angeschaut. Steuerung, wie weit geht die, wie weit soll die gehen, welche Leistungen gehören dazu, wie weit gehen wir. Wie können wir auch den notwendigen Freiheitsgrad der Institutionen respektieren? Steuerung kann auch zu weit gehen. Und wenn sie zu weit geht, finden wir niemanden mehr, der das machen will. Die Stadt hat verschiedene Rollen aktuell. Sie ist Eigentümerin von einer leistungserbringenden Organisation. Heute sind das die städtischen Alterswohnungen, die Viva und die Beratungsstelle Alter, die hier dazugehören. Sie ist Leistungseinkäuferin an verschiedenen Orten und sie ist subsidiäre Finanziererin von Leistungen. Und im Rahmen des Projekts werden wir zur integrierten Organisation verschiedene mögliche Rechtsformen mit entsprechenden Einflussmöglichkeiten von der Stadt beleuchten und aufzeigen. Heidi Rast hat gesagt, neben sehr viel lobenden Worten, ein wichtiges Projekt, ein wegweisendes, ein mutiger Schritt, hat sie auch gesagt, es soll eine bessere professionelle Zusammenarbeit mit den Spitälern, mit dem Lux insbesondere, hat sie verlangt. Da muss ich einfach aus Sicht vom Stadtrat klar festhalten, das ist seit Jahren ein Thema. Und nicht zuletzt deshalb haben wir auch im Verwaltungsrat von der Viva den stellvertretenden medizinischen Direktor vom Lux drin, oder? Genau aus dem Grund, dass wir die Zusammenarbeit verbessern können. Die integrierte Versorgung ist nicht ein neuer Ansatz. Wir sind seit Jahren sind wir dran und wir sind überzeugt, dass wir schon lange auf dem Weg sind, im Sinne von Vernetzung.
Aber eben, es käme mit einer integrierten Organisation eine neue Qualität über. Denn sowohl der Thomas Gfehler, der gesagt hat, es sei eine ursprünglich sehr gute Idee, eine wirtschaftlich interessante Idee auch, und auch der Claudio Saldati, allerdings von einer anderen Seite her, haben die ökonomische Sichtweise eingebracht, also dass Thomas Gfehler, dass eine wirtschaftlich gute Idee zu stark bremst werde über allzu viele Protokollbemerkungen. Und der Claudio Saldati, dass es sich nicht in erster Linie um ein ökonomisches Projekt handelt, sondern um ein politisches Projekt und auch ein soziales Projekt. Das sagen vor allem öffentliche Gelder drin. Da muss ich aus Sicht des Stadtrats ein bisschen korrigieren. Es sind natürlich auch private Gelder drin, über Krankenkassen, oder? Krankenkassengelder, die wir alle zusammenzahlen. Selbstbehalt ist klar, das kann man auf der Seite lassen. Aber die öffentliche Hand zahlt sehr viel, aber es sind auch sehr stark Krankenkassengelder drin. Und das Verhältnis Wirtschaft-Politik ist natürlich schon sehr wichtig. Es geht darum, eine gute Balance zu finden zwischen der unternehmerischen Freiheit von einer Organisation, ob jetzt das Viva ist oder ob das auch ein Spitex ist, und der politischen Einflussnahme. Also das Beispiel Viva. Viva hat einen Umsatz von 110 Millionen und muss sich selbstverständlich ökonomisch verhalten, muss nachhaltig ökonomisch aufgestellt sein. Und das ist ein wichtiger Auftrag. Und im Gegensatz zu rein privatwirtschaftlich organisierten Anbietern wird sich so eine neue integrierte Organisation im Eigentum von der Stadt auf jeden Fall nach den strategischen Vorgaben und Zielen der Stadt müssen ausrichten. Die Stadt gewinnt ganz sicher an Einflussmöglichkeiten im ambulanten Bereich von der Spitex und im vorgelagerten Bereich von Vicino, wo heute beide privatrechtlich als Verein organisiert sind. Und auch die Frage, wie Bezahlbarkeit soll können sichergestellt werden, also für die Leute, die müssen wir anschauen, braucht es neben der EL zusätzliche Subjektfinanzierungen? Was könnte die Gutschein leisten? Das Gutscheinprojekt spielt drin hinein, wo in einem Pilotprojekt eingeführt worden sind und wo im Moment evaluiert werden. Ja, es sind viele Protokollbemerkungen gemacht worden, aber ich sehe es hier wieder Marco Baumann. Wir werden die Diskussionen führen, wir werden sie im Rahmen des Prozesses führen. Insofern stehen wir noch am Anfang. Und dazu ist genau das Verfahren da. Es ist ein ergebnisoffener Prozess und es ist richtig, dass die Fragen gestellt werden. Und ich glaube, wenn wir die Offenheit haben, auf den Prozess einzusteigen, dann werden auch die richtigen Antworten kommen. Kurz vor dem Mittag wollen wir jetzt noch klären, ob wir hier eintreten. Wir haben von der SVP einen Antrag zur Rückweisung, zur Überarbeitung. Das möchte ich gerne noch klären, bevor wir hier im Mittag gehen. Wer ist für die Rückweisung zur Überarbeitung? Ich möchte das gerne mit Hand erheben zeigen. Wer ist für Eintreten? Wir sind eingetreten, werden nach dem Mittag, also 14:15 sind wir wieder da, machen wir zuerst die dringlichen Vorstöße und gehen ins Detail von dem Traktandum 6. Danke und einen guten Tag.